Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Ein Haushaltsgesetz mit 3.200 Seiten, fast 60 Stunden Ausschussberatung mit 1.900 Änderungsanträgen, davon über 700 in der Bereinigungssitzung. Dafür Dank an die Kollegen aller Fraktionen und an die Vertreter der Regierung und auch an das Ausschusssekretariat. Das Team ist ja heute im Plenum anwesend. Ohne Ihre eingespielte Arbeit bis in die Nachtstunden hätten wir es nicht schaffen können. Herzlichen Dank für Ihre erneut sehr zuverlässige und wertvolle Arbeitsleistung. Was hat sich in diesem letzten Haushalt der aktuellen Koalition nicht geändert? Weiterhin sind alle ideologiegetriebenen Ausgaben der vergangenen Jahre ohne jede Einsparung darin enthalten. EU-Transferkosten, Immigrationskosten, Kosten der CO2-Klimareligion, wie etwa Subventionen für E-Autos, arbeitsplatzvernichtend in der deutschen Industrie. Und nun zusätzlich noch hohe Lockdown-Ausgaben. Zu denen hat Olaf Scholz auch noch sehr viel Geld auf Vorrat gebunkert. Wie gelingen diese Wunder? Eben hat der Unionskollege Weiß ja weismachen wollen, dass es durch hohe Rücklagen gelingen könne. Das ist natürlich nicht so. Er ist, glaube ich, nicht mehr da, der Kollege. Es gelang, Herr Weiß, nur über gewaltige Schuldenaufnahme. 180 Milliarden Euro. Schon die Neuschulden 2020 von 220 Milliarden waren im laufenden Jahr nicht vollständig auszugeben, weil sie zu hoch kalkuliert waren. Hunderte Milliarden Euro auf Pump werden 2021 nun aber tatsächlich aufgebraucht. Allerdings beileibe nicht nur zur Epidemiebekämpfung. Mindestens 100 Milliarden Euro können im Wahljahr auch zu ganz anderen Zwecken ausgegeben werden. Der Finanzminister hat derart hohe Kredite aufgenommen, dass es tatsächlich bis zur Bundestagswahl reichen könnte. Auf Steuerbürgerkosten droht die teuerste Wahlkampffinanzierung aller Zeiten. Sofort nach der Bundestagswahl werden dann aber wieder die sehr großen Risiken dominieren. Der Solidaritätszuschlag etwa hat seit 2020 keine Rechtsgrundlage mehr. Hier besteht ein Haushaltsrisiko von bis zu 30 Milliarden Euro. Viele Kredite für Rettungen von Großunternehmen werden abgeschrieben werden müssen. Konzerne wie die Lufthansa, BER oder die Deutsche Bahn machen derzeit Milliardenverluste. Der mehrheitlich im Besitz ausländischer Investoren befindliche Reisekonzern TUI alleine macht 700 Millionen Euro Verluste pro Monat. Die Regierung hat bereits 4,3 Milliarden Euro an Steuergeldern eingesetzt, um TUI zu retten. Auf jeden TUI-Angestellten entfällt eine Rettungssumme von 430.000 Euro. Tausende kleiner Unternehmen werden gegenüber Konzernen diskriminiert, welche beileibe nicht alle systemrelevant sind. Erneut liegt auch ein rechtlich bedenklicher Haushalt vor, der gegen Haushaltsprinzipien verstößt. Corona-Kreditgelder werden überjährig für krisenfremde Daueraufgaben genutzt. Zudem werden Rücklagen in Schattenhaushalten und die Asylrücklage wieder mal nicht angetastet. Wir hatten dem Bundestag dazu bereits zum 2020er Haushalt eine Verfassungsklage vorgelegt. Und den Missbrauch der haushalterischen Notsituation sehen wir nun auch erneut wieder im Haushalt 21. Aus all dem ergibt sich ein Steuererhöhungsrisiko oder gar die Wahrscheinlichkeit einer Steuerneueinführung, der Corona-Soli. Aber das wird uns erst nach der Bundestagswahl erzählt werden. Wir sehen zudem hohe Fehlbeträge im Finanzplan. Finanzpolitischer Handlungsbedarf ist der Euphemismus der Regierung für: Wir haben keine Ahnung, wie wir das Loch von mindestens 42 Milliarden Euro bis 2024 stopfen sollen. Der Finanzminister wird nach seinem letzten Amtsjahr völlig leere Kassen hinterlassen. Die Gelegenheit, im Zuge der EU-Ratspräsidentschaft bei den Verhandlungen zum neuen Finanzrahmen eine Reduktion des EU-Haushaltbudgets zu erreichen, wurde von der Bundesregierung schlicht verpasst. Von der AfD würde die EU aus dem Bundeshaushalt kein Geld mehr erhalten für Mondmomente oder für die große planwirtschaftliche Transformation. Geldgeschenke für den Mittelmeerraum im Zuge von Next Generation EU würden von uns niemals mit deutschem Steuergeld finanziert. Und die EU-Schuldenaufnahme über 750 Milliarden ist ein Dammbruch, der den Nichtstaat EU zu einem Gebilde mit einem ausgewachsenen faktischen Staatsbudget macht.
Und zu einer illegalen Staatlichkeit passt natürlich auch, da passen auch glatt gut illegale Programme. Klammheimlich wurde die bislang bilaterale Hilfe aus dem deutschen Haushalt, Ertüchtigung von Partnerstaaten, erweitert zu einer multilateralen sogenannten European Peace Facility. Eine Friedensfazilität, die aber mit Friedensförderung nichts zu tun hat. Bei diesem Fonds handelt es sich um eine Kriegskasse, um künftig die Aufrüstung von Staaten oder Rebellengruppen mit Waffen im Ausland finanzieren zu können. Das wäre laut EU-Vertrag glatt illegal, wenn es nicht außerhalb des EU-Haushalts angelegt wäre. Über den deutschen Haushalt, also hier, worüber wir entscheiden, ist es aber anscheinend nicht illegal. Eine weitere Absurdität: Die FDP will ernsthaft Steuerreduktion bei gleichzeitiger Zustimmung zu fast 100 Milliarden Euro Neuverschuldung. Schulden statt Steuern, ist das die neue FDP-Finanzstrategie? Die AfD dagegen konnte für Unternehmen und Bürger trotz Corona ohne exzessive Verschuldung Steuern und Abgaben um 26 Milliarden Euro senken. Wir fordern die Bundesregierung auf, den Lockdown zu beenden und nur die kleine Risikogruppe zu schützen. Das ist zwingend und auch verantwortbar. Die Fallzahlen werden zwar auf hohem Niveau bleiben, bis März saisonal wie immer. Wichtig ist aber nur die Beherrschung der Lage in den Intensivstationen, wofür auch die AfD alles tun wird, alles. Intensivstationen aufrüsten. Die AfD trägt diese Ausgaben seit März immer mit. Die GroKo dagegen hat die Krankenhäuser seit Jahren kaputt gespart. Die Intensivstationen fahren im Winter seit Jahren am Anschlag. Das ist nichts Neues an der Stelle. Auch die Kollateralschäden des Lockdowns müssen unbedingt im Blick bleiben. Und ich spreche von den gesundheitlichen, menschlichen Kollateralschäden jetzt. Massenhaft vermeidbare Todesfälle wird es lockdownbedingt geben, wegen unterlassener Vorsorgeuntersuchungen im Herz- oder Krebsbereich. Existenzängste von Arbeitslosen, man darf das nicht kleinreden, werden zu Suiziden führen. Und ein Gesundheitssystem, ein demnächst marodes in einem verarmenden Deutschland, wird zu vielen unnötigen Toten führen. Die Zahl der weltweiten Hungertoten, der weltweiten durch Lockdowns, liegt weit über denen der offiziellen Corona-Toten. Es zählt sie aber niemand. Millionen Menschen werden nicht an Corona-Infektionen, sondern aufgrund der Auswirkungen des Lockdowns auf die Welternährungslage sterben. Weitere Lockdown-Schäden betreffen die Bürgerrechte bis hin zum Recht auf körperliche Unversehrtheit. Verletzt durch die bereits geforderte indirekte Impfpflicht. Die Hoffnung auf schnelle Rettung durch einen Impfstoff aber ist unrealistisch. Die Testphasen sind viel zu kurz bei einem neuen Impfprinzip, das noch nie erfolgreich beim Menschen eingesetzt wurde. Der anhaltende Lockdown, also ist ja sicher damit, wird damit auch weiterhin zu Haushaltsbelastungen von 20 Milliarden Euro pro Monat führen. Es ist einfach nicht finanzierbar. Steuern Sie bitte um. Vielen Dank. Kollegen Peter Böhringer, AfD. Kolleginnen und Kollegen, die Bundeshaushalte 2020 und 2021 umfassen zusammen 1.000 Milliarden Euro bei bislang unvorstellbaren 400 Milliarden Neuverschuldung. Die beiden größten Haushalte der deutschen Geschichte, angeblich alles Corona-bedingt. Eine Virusinfektion soll die Grenzüberschreitungen rechtfertigen. Wir werden es hier gleich nachher überall wieder hören. Ganz so, als ob Deutschland noch nie eine Krise durchlebt hätte. Ganz so, als könne es nie wieder ähnlich schlimme Krisen geben. Deutschland hat seit 1945 viele Krisen gesehen. Den Hungerwinter 46, den Kalten Krieg seit den 50ern mit dramatischen Zuspitzungen 1953 und in der Kuba-Krise 1962, die Ölpreisschocks der 70er, die Massenarbeitslosigkeit der 80er, die Börsencrashs 80 und 87, den Crash 2000, dann 9/11 und seit 2010 eigentlich permanent die Finanzkrise. Und natürlich auch viele schwere Grippen, einige davon mit Zehntausenden Opfern. Und nun kommt ein weiteres gefährliches Virus und alle etablierten Maßstäbe der Haushaltsführung werden gesprengt. Fast 40% Kreditfinanzierungsquote dieses Haushalts, beziehungsweise etwa 6% Neuverschuldung bezogen auf die Wirtschaftsleistung des gesamten Landes. Die Maastricht-Obergrenze ist bekanntlich 3%. 100% Zielverfehlung, das sind historische Dimensionen. Absolut liegt die Corona-Neuverschuldung sogar beim Vierfachen des bisherigen Negativrekords von 2010. Niemals zuvor wurde auf eine Krise mit einem verordneten Stillstand des ganzen Landes reagiert, wenn man von vier autofreien Sonntagen im Zuge des Ölpreisschocks 1973 mal absieht.
Dass das nicht verhältnismäßig ist, sieht man auch daran, dass nur wenige Bürger persönlich einen kausal sicher an Corona Verstorbenen kennen. Aber fast jeder kennt inzwischen betroffene Gastronomen, Hoteliers, Einzelhändler und Selbstständige fast aller Branchen. Immer mehr kennen Kurzarbeiter in der Auto- und Maschinenbauindustrie. Jeden Tag hören wir neue Horrormeldungen. Im laufenden Jahr ist die Zahl der Arbeitslosen um 500.000 Menschen angestiegen. Zusammen mit den zugehörigen Familienangehörigen sind das millionenfache Schicksale. Und wir haben noch gar nichts gesehen. 2021 wird das Jahr der massiven Auswirkungen des Lockdowns. Zehntausende Insolvenzen werden kommen. Die massenhafte Kurzarbeit wird in millionenfacher Arbeitslosigkeit münden. Bei Familienbetrieben und Mittelständlern wird derzeit vielfach die Lebensleistung von Generationen vernichtet. Wegen der völlig unverhältnismäßigen Reaktion der Regierung auf eine Infektionskrankheit, die der PCR-Test übrigens nach wie vor nicht nachweisen kann. Und all das wegen einer Viruskrankheit mit nur minimal messbarer Übersterblichkeit. Die Schicksalsfrage für Millionen Betroffene lautet daher: Wie lange noch? Wir haben diese Frage bei den Haushaltsberatungen eigentlich fast allen Ministern gestellt und Antworten bekommen von Januar, vielleicht Februar, Juni, könnte aber auch 2022 werden. Das Land kann aber erst dann wieder zur Normalität zurückkehren, wenn endlich der Lockdown beendet wird, wenn endlich wieder Planbarkeit herrscht. Die Menschen sind ebenso wie die Unternehmen völlig verunsichert und oftmals geradezu depressiv. Von gesundheitlichen und gesellschaftlichen Kollateralschäden ganz abgesehen, die die Regierung ja ganz nebenbei auch noch produziert. Sogar die Bild-Zeitung schreibt inzwischen, dass mehr Menschen wegen der unwissenschaftlich, ohne objektive Kriterien und ohne echten Wirkungsnachweis verfügten Maßnahmen sterben als am Virus selbst. Bei Hunderttausenden verschobenen Operationen und unterlassenen Krebs- und Herzvorsorgeuntersuchungen ist das ja auch völlig klar. An dieser Stelle hier sagte ich bereits im März, psychischer Stress durch Freiheitsbeschränkungen und Existenzängste sowie Arbeitslosigkeit aufgrund von Firmeninsolvenzen, die staatliche Stützungszahlungen bei einem längeren Lockdown letztlich nicht verhindern können, werden nach einiger Zeit zu verringerter Lebensdauer der Menschen führen. Was also tun? Die Regierung kommt ohne Gesichtsverlust nicht mehr raus aus der selbstgestellten Falle ihrer Lockdown-Politik. Man setzt nun auf ein schnelles Ende der Krise durch die Impfung. Das aber ist unverantwortlich. Eine kaum getestete, völlig neue Impfung auf Basis des trotz 30-jähriger Forschung noch nie eingesetzten mRNA-Impfprinzips, ein Prinzip, kann weder 2021 noch 2022 eine ernsthafte Option sein. Der vorliegende Haushaltsentwurf gibt die Corona-Ausgleichszahlungen in derzeitiger Höhe nur etwa bis Sommer 2021 her. Mit Glück kann der Finanzminister die Lockdown-Folgen sogar noch bis zur Bundestagswahl mit Schuldengeld abfedern, Stillhalteprämien sozusagen. Es ist jedoch eine Illusion, dass staatliche Mittel auch nur annähernd ausreichen könnten, die derzeit regulativ gestörte Wertschöpfung des Privatsektors zu ersetzen. Man kann Wertschöpfung nicht durch Geldschöpfung ersetzen, und dennoch versucht die Regierung nun genau das. Nach uns die Sintflut ist ganz klar das Motto in diesem letzten Haushalt der Kabinettsausscheider Merkel und Scholz. Danach wird im Bundesbudget ein riesiges Loch klaffen, denn 2021 werden die Steuereinnahmen niemals wie geplant um 4% wachsen, weil die Umsätze der Realwirtschaft unter Lockdown-Bedingungen sogar fallen werden. Durch die anhaltende CO2- und Corona-Hysterie werden zentrale Wirtschaftsstrukturen irreversibel zerschlagen. Die Verbrennermotorenfertigung bei Daimler und BMW etwa wurde nach einem Jahrhundert der Fertigung in Deutschland mit Millionen Arbeitsplätzen, die davon abhängen, aufgegeben bzw. ins Ausland notverkauft. Natürlich auch wegen der CO2-Religion. Die AfD erkennt den Schuldenbedarf 2021 zu einem kleinen Teil an, verfassungskonform, das heißt ohne illegitime Verlängerung der haushalterischen Notsituation. Die wirklich sinnvollen Ausgaben im Gesundheitswesen und beim Kurzarbeitergeld anerkennt auch die AfD. Vor allem solche für Personal in Intensivstationen, also für Ärzte und Pfleger. Hier liegt derzeit der einzig relevante Engpass. Zahlen Sie also hohe Boni an diese Menschen, Herr Scholz. Bei gleichzeitigem Ende des Lockdowns amortisiert sich dieses Invest tausendfach. Wir haben alle diese Ausgaben, ebenso die zum Schutz der Risikogruppen, seit März immer mitgetragen. Niemand steht hier im Weg. Tun Sie mehr bei diesem einzigen Engpass Intensivstation, der saisonal ab Dezember gar nicht selten ist und wie bei vielen Grippewellen noch bis März weiter bestehen wird.
Die Rettung der deutschen Wirtschaft und Gesellschaft kann nur über das schnelle Ende des Lockdowns kommen, nicht über verfassungswidrige, massenhafte Bürgerrechtseinschränkungen, nicht über unbezahlbare Dauersubventionen, nicht über Corona-Steuererhöhungen, nicht über Massenquarantänen und keinesfalls über unzureichend getestete Impfungen oder gar über eine faktische Impfpflicht, die wir kategorisch ablehnen. Herzlichen Dank. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, das Ziel des heute vorgelegten Gesetzentwurfs ist neben zwei technischen Anpassungen die Fortführung flüchtlingsbezogener Zahlungen an die Bundesländer. 500 Millionen Euro pro Jahr für neue Ankommende oder für bereits abgelehnte Asylbewerber. Nach 5 Jahren solcher Zahlungen könnte man tatsächlich fast schon von einem Routinevorgang sprechen. Und genau das hat ja mein Vorredner eben auch mehr oder weniger getan. Doch das sollte keine Routine sein, wenn nach so langer Zeit Asylbewerber noch immer ungesteuert nach Deutschland kommen. Und dabei umfasst der vorliegende Gesetzentwurf ja nur einen ganz kleinen Teil dieser Kosten. Über den ganzen Bundeshaushalt hinweg reden wir von jährlich über 6 Milliarden, mit denen der Bund Immigrationskosten kompensiert. Etwa über die eben beschlossene Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft sowie über viele andere Integrations- und Sozialprogramme. Das sollte man nicht vergessen, wenn man nur über diesen technischen kleinen Teil heute spricht. Und alle diese Milliarden sind zu einem guten Teil Migrationsfolgekosten. Auch wenn die Bundesregierung ganz konsequent bei Nachfragen, auch bei vielen Nachfragen, eine genaue Quantifizierung dieser Maßnahmen verhindert. Warum wohl ist der Bund seit 2016 so großzügig bei der Kompensation der Länder? Die Antwort ist einfach: Wie auch an vielen anderen Stellen erkauft sich die Regierung in Sachen Integration das Wohlwollen der Landesfinanzminister und indirekt der kommunalen Kämmerer, die ja über die Landeszuweisungen ebenfalls stark entlastet werden. Denn die Versorgung der Flüchtlinge ist für die Länder und die Kommunen sehr teuer. Die Migrationspolitik wäre alleine nur wegen der Kosten bei Lokalpolitikern schon lange nicht mehr mehrheitsfähig. Der Bund beseitigt darum per Geldzuweisung den Widerstand der Länder und Gemeinden zu einer Migrationspolitik, die ohne Kompensations- und Schweigegeld in bürgernahen Kommunen schon lange nicht mehr durchsetzbar wäre. Die Zustimmung wird dabei inzwischen nicht mehr nur mit Steuergeld, sondern seit 2020 auch mit Neuverschuldungsgeld erkauft. Die Perspektive der Länder und Kommunen ist dabei ja durchaus verständlich. Das mit den Flüchtlingen war 2015 die Idee von Frau Merkel, also soll der Bund gefälligst dafür zahlen. Wie lässt sich dieses Dilemma also lösen? Wichtig wäre einfach ein grundlegender Politikwechsel. Wer nicht asylberechtigt ist, der kommt nicht ins Land. Man denke etwa an rechtlich durchaus zulässige Asylprüfungsverfahren in Afrika. Wieso ist man nicht längst dazu übergegangen? Wenn man Asylanträge in den Herkunftsländern stellen könnte, würde man die ganze Schlepperindustrie schlagartig trockenlegen. Es gäbe dann auch keine Ertrinkenden mehr im Mittelmeer. Und zweitens: Wer nicht bleibeberechtigt ist, der muss leider gehen. In den Niederlanden prüft man Asylanträge in unter 8 Monaten. Bei uns dauert es doppelt so lang. Und selbst nach Ablehnung der Anträge werden sehr oft keine Abschiebungen durchgeführt. All das wäre extrem effektiv, auch bezüglich der Kosten. Von sonstigen Schäden durch geduldete Gefährder, Islamisten und Kriminelle ganz zu schweigen. Ist das Populismus? Nein, es ist reine Empirie und Mathematik. Richtig wäre zudem, Fluchtursachen abzustellen. Die größte aller Fluchtursachen nach Deutschland sind aber neben der Bevölkerungsexplosion in Afrika und Arabien genau die Sozialleistungen, die hierzulande für Migranten bereitgehalten werden. Doch diese Ursache wird mit diesem Gesetz heute überhaupt nicht angegangen. Und deshalb lehnt die AfD-Fraktion den Gesetzentwurf ab. Es gibt kein richtiges Verhalten im falschen System. Gehen Sie endlich die Ursache an, anstelle sich immer wieder mit Geld aus dem Problem herauszukaufen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Böhringer. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, Frau Dilcher, an einer Stelle haben Sie recht. Ich hatte in der Tat am 2. Juli hier bereits angekündigt, diese Klage, die wir heute hier auf den Weg bringen wollen, beziehungsweise den Antrag dazu. Wenn der zweite Nachtragshaushalt 2020 als reiner Schuldenhaushalt verabschiedet werden sollte, werden wir eine Initiative für eine Verfassungsklage auf den Weg bringen. Das waren meine Worte. Diesen Antrag auf Normenkontrolle beim Verfassungsgericht gemäß Artikel 93 Grundgesetz bringen wir nun heute ein. Und wir laden verantwortungsbewusste Kollegen anderer Fraktionen ein, die Klage mitzuzeichnen. Im Einzelnen
ist Folgendes verfassungsrechtlich bedenklich. Erstens. Die Regierung nahm im zweiten Nachtragshaushalt über 62 Milliarden Euro neue Schulden auf. Mit der Asylrücklage verfügte der Bund aber über eine Kreditermächtigung, mit der er in der Lage gewesen wäre, auf Notsituationen zu reagieren. Diese Rücklage aufzulösen, bevor neue Schulden gemacht werden, wäre haushalts- und verfassungsrechtlich geboten gewesen. Doch dieser aktuelle Bundestag schränkte stattdessen ohne Not die finanziellen und politischen Spielräume künftiger Bundestage ein. Zwar sind viele Zahlungen wegen des seit April überzogenen Regierungshandels und der darum inzwischen depressiven Wirtschaftslage leider unabweisbar notwendig. Auch da haben Sie recht, Frau Dilcher. Etwa die Unterstützungszahlungen für Kurzarbeiter und Arbeitslose sowie andere Hilfsprogramme für deutsche Unternehmen und Bürger. Doch diese notwendigen Ausgaben für 2020 hätten aus Rücklagenmitteln bestritten werden können. Das ist der Hauptpunkt, der erste Hauptpunkt. Zweitens. Viele der mit dem Nachtragshaushalt eingeleiteten Programme stehen gar nicht in Veranlassungszusammenhang mit der ins Feld geführten Corona-Notlage. Das wäre aber natürlich auch rechtliche Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Ausnahmeverschuldungsregel des Grundgesetzes gewesen. Corona-Kreditgelder werden stattdessen für völlig krisenfremde Daueraufgaben verwendet. Wir sehen keinerlei Sparanstrengungen an bestehenden Ausgabeprogrammen, Dutzende Milliarden Euro für die EU, aber Milliarden für Klima, Weltbeglückung und Zuwanderung. Die Schuldenaufnahme führt dazu, dass die Regierung in keiner Weise mehr kostenbewusst wirtschaften muss. Unter dem Vorwand von Corona hat man 2020 den mit Abstand größten Haushalt der bundesdeutschen Geschichte beschlossen. Und das ohne jede Einsparung. Wenn aber eine durch eine Notsituation begründete Schuldenaufnahme zur Umsetzung von politischen Programmen genutzt wird, welche ohnehin und unabhängig von der Notsituation verfolgt werden sollten, so ist dies einfach rechtsmissbräuchlich. Drittens. Das Grundgesetz und die Haushaltsordnung verbieten es, mit dem Wirtschaftlichkeitsgebot und dem Jährlichkeitsprinzip Neuschulden aufzunehmen, die nicht durch den aktuellen Haushaltsbedarf, Ausgabebedarf veranlasst sind. Genau dies ist aber im zweiten Nachtragshaushalt 2020 geschehen. Herr Scholz wird die gewährten riesigen Schuldenmittel 2020 gar nicht ausgeben können. Es gibt übrigens aktuelle Meldungen, die genau das bestätigen. Es war auch gar nie geplant, weil man das Geld für das Wahljahr 2021 vorhalten wollte. Man baut schuldenfinanziert sogar noch weitere Rücklagen auf. Ein überjähriges Geldbunkern ist aber dummerweise verfassungswidrig. Viertens. Eine gesundheitliche Notlage war im Juli nicht gegeben. Die Sterberate liegt in Deutschland 2020 bis heute nicht über dem langjährigen Durchschnitt. Und der Eintritt der wirtschaftlichen Not war im zweiten Nachtragshaushalt 2020 im Juli sicher nicht mehr der Kontrolle des Staates entzogen, wie es Artikel 115 Grundgesetz verlangt. Ganz im Gegenteil hat erst die seit April anhaltende staatliche Überreaktion bereits bis Juli die größte Wirtschaftskrise der Nachkriegsgeschichte herbeigeführt. Die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der grundgesetzlichen Notsituation waren darum im Haushalt 2020 nicht gegeben. Und dann vielleicht noch ein Hinweis an die anderen Fraktionen. Unsere Einschätzung zur gesundheitlichen Lage steht nicht zentral in der Klageschrift. Das steht nicht zentral. Es waren die anderen Punkte, die ich jetzt eben aufgezählt habe. Wir laden Sie also ein, mitzuklagen, selbst wenn Sie diese gesundheitlichen Ansichten nicht teilen sollten. Denn es gibt haushalterische Argumente. Ich erinnere an die Rede des Kollegen Dürr vom 2. Juli hier im Bundestag. Dieser Bundeshaushalt verstößt gegen das Grundgesetz. Zitat. Und Herr Kubicki sagte erst vor ein paar Tagen, nun müsse endlich das Parlament ins Corona-Management eingreifen. Nun, wir sind das Parlament. Und heute sagte derselbe Herr Kubicki erst im NDR, man müsse gegen die Maßnahmen klagen. Das ist 7 Stunden alt, das Zitat. Nun, genau dazu fordern wir die Mitglieder dieses Hauses heute mit unserem Antrag und der zugehörigen Klageschrift auf. Nein, es ging nicht um Gesundheitsmaßnahmen, es ging um die haushalterischen Maßnahmen. Auch um diesen. Okay, Sie haben recht. Sie haben recht, ist alles in Ordnung. Gut. Zur epidemischen Notlage wird eine ähnliche Klageeinladung dann morgen auch noch folgen, auch in dieses Haus. Und unabhängig davon, von all dem, fordere ich die Bundesregierung aus leider hochaktuellem Anlass erneut auf, die massiven Einschränkungen des gesellschaftlichen Lebens zu beenden und nur die kleine Risikogruppe zu schützen. Stoppen Sie den wirtschaftlich so extrem folgenreichen Lockdown. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Böhringer. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, die Woche hat gezeigt, die Bundesregierung will über die willkürlich ausgerufene gesundheitliche
wirtschaftliche Notlage hinaus auch die haushalterische ausrufen und als Rechtfertigung für nunmehr 315 Milliarden Euro Corona-Neuverschuldung nutzen. Dies führt dazu, dass man in keiner Weise mehr kostenbewusst wirtschaften muss. Unter dem Vorwand von Corona kann man nun 2020 und 2021 die beiden größten Haushalte der deutschen Geschichte beschließen und das ohne jede Einsparung. Es werden all die hochideologischen Projekte zugunsten linksgrüner Interessengruppen, die diese Bundesregierung ohnehin schon immer durchziehen wollte, nun auf Pump auf Kosten zukünftiger Generationen realisiert. Für Europa, Klima, Weltentwicklung und für mehr Immigration. Die private Industrie hatte in vielen Jahrzehnten etwa die Batterietechnologie weitgehend optimiert und den Wasserstoffantrieb praktisch aufgegeben. Und doch wird nun eine neue, mit Milliarden subventionierte nationale Wasserstoffstrategie von allen Altparteien kritiklos mitgetragen. Hieraus voraussichtlich finanzierte Forschungsprojekte wie etwa Wasserstoff-LKWs oder Flugzeuge mit hochkomprimiertem Wasserstoff unter dem Rumpf sind aber gefährliche technologische Sackgassen, ebenso wie Träume von grünen Wasserstoff-Pipelines von Afrika nach Europa. Subventionen von Elektroautos sind sogar Subventionen gegen Deutschland, geradezu asozial gegenüber Millionen deutschen Arbeitnehmern, die demnächst ihre Entlassung aus ideologischen Gründen erleiden werden. Die Verbrennerhersteller sind die größten Arbeitgeber. Sie werden extrem hart getroffen vom EU-Irrsinnsziel einer 55-prozentigen CO2-Reduktion, das auch die Bundesregierung euphorisch mitträgt. Auch ohne neuen Lockdown, auf den ja etwa der bayerische Sonnenkönig Söder so scharf ist, sind bereits einige Branchen kurz vor dem Ruin. Der Tourismus, die Gastronomie, die Maschinenbauer, die Autoindustrie und deren Zulieferer, die Luftfahrt ganz besonders. Lufthansa hat eben allen 700 Pilotenschülern empfohlen, die Ausbildung abzubrechen, Zitat, weil es auf Jahre hinaus in Deutschland keinen Bedarf mehr an neuen Piloten gebe. Das ist die Zukunft, wenn diese Regierung oder gar eine Schwarz-Grüne weitermachen. Hieraus entstehen natürlich neue Großrisiken für die Sozialversicherung. Ab 2021 wird die Bundesanstalt für Arbeit gewaltige Zuschüsse für Kurzarbeiter und Arbeitslose brauchen. Die 3 Milliarden Euro im Haushaltsentwurf werden niemals ausreichen. Große Summen gibt es dagegen auch weiterhin für die Weltbeglückung. Großzügig mit Haushaltsmitteln finanziert werden etwa Projekte für gewaltfreie Schulen in afrikanischen Ländern. Das ist zwar vielleicht angebracht, allerdings inzwischen in Deutschland. Ein kosmopolitischer Privatdozent wird mit seinem virtuellen Lehrstuhl für, Zitat, Modernität, Globalisierung und Anthropologie des Raumzeitkontinuums mit 6-stelligen Summen gefördert. Man fördert in Arabien Projekte wie Gender als Instrument der Analyse, von was auch immer, und man kauft in Asien ernsthaft Waschmaschinen für Rollstühle, wenn man dort nicht gerade grüne Bibliotheken errichtet oder in Peru den nachhaltigen Stadtverkehr fördert. Das ist alles im Haushalt. Man schwadroniert beim grünen Klimairrsinn von Mondmomenten der EU, von großen Transformationen oder wie Olaf Scholz hier am Dienstag ernsthaft vom großen Sprung nach vorne. Ist das alles nur Hybris von weltfernen Planwirtschaftern? Weiß man im BMF wirklich nicht, dass Mao diesen Spruch 1958 geprägt hat? Dass also extreme Kommunisten des damaligen China genau diesen großen Sprung nach vorne propagiert haben, um, Zitat, den Weg zum Kommunismus zu verkürzen. Am Ende waren die Sprungmaßnahmen ein totaler Fehlschlag und lösten die größte Hungerkatastrophe der Menschheitsgeschichte mit 45 Millionen Toten aus. Ist es also einfach nur fehlendes Geschichtsbewusstsein, wenn der Finanzminister wortgleich mit Mao diesen großen Sprung nach vorne propagiert? Oder ist es doch betonharte linksextremistische ideologische Überzeugung? Beides wäre gleich inakzeptabel. Ja, es kann ja auch die andere Option sein. Ist ja in Ordnung. Ist ja in Ordnung. Dann ist es die andere Option. Wenig überraschend bekommt auch Brüssel rekordhohe Summen aus dem Bundeshaushalt. 2021 sind es schon 42 Milliarden. Beim neuen 7-Jahres-Plan der EU besteht ein Einsparpotenzial von über 20 Milliarden Euro pro Jahr. Zudem müssten am Jahresende 2020, also am Ende des aktuellen 7-Jahres-Plans, unbedingt die riesigen nicht ausgegebenen Budgetreste der EU vorgetragen und auf künftige deutsche EU-Zahlungen angerechnet werden. Deutschland müsste dann 3 Jahre lang keinerlei Geld an die EU abführen.
Leider plant Brüssel aber auch noch Corona-Geschenke über 390 Milliarden Euro für den Mittelmeerraum, Geschenke, vertragswidrig über EU-Kredite finanziert, mit deutschen Steuern und deutscher Vermögenssubstanz behaftet. Schuldenaufnahme also in einer Größenordnung, die einen Dammbruch darstellt und einen Nichtstaat zu einem Gebilde mit einem illegalen Budget macht. Die Krise wird benutzt, zum einen, wie erwähnt, für den Umbau der Wirtschaft, man könnte auch sagen für die Abschaffung des Wirtschaftsstandorts Deutschland, zum anderen für den Marsch in die illegale europäische Transferunion und zu weniger nationaler Souveränität. Bezeichnend auch hier das Zitat des Finanzministers: Es gibt keine deutsche Volkswirtschaft mehr, nur noch eine europäische. Ebenso bezeichnend dieses Zitat aus dem Ministerium: Es wird eine Herausforderung, das viele Geld in so kurzer Zeit auszugeben. Aber nachdem es ein buchhalterisches Naturgesetz ist, dass niemals geschenktes Geld ungenutzt liegen bleibt, wird es ausgegeben, nur eben nicht sinnvoll. Die Menschen könnten die Billionen an Corona-Schuldmitteln sinnvoll ausgeben. Geben Sie sie ihnen, nicht der Verwaltung, nicht der Korruption des der Staatsmonopolwirtschaft und nicht der Corona-Hysterie. Mein Ceterum censeo, ich fordere die Bundesregierung wieder mal auf, die Einschränkung des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens unverzüglich zu beenden und nur die kleine Risikogruppe zu schützen. Sogar die Bild schreibt inzwischen davon, dass mehr Menschen wegen der unwissenschaftlich ohne objektive Kriterien verfügten Maßnahmen sterben als am Virus selbst. Und bei Zehntausenden verschobener Operationen ist das ja auch völlig klar. Das muss so sein. Die Kanzlerin meinte dagegen vorgestern hier einen maternalistisch-autoritären Monolog zur fürchterlichen Gefahr von Corona halten zu müssen, während gleichzeitig ihre Politik selbst die größte Gefahr für Deutschland darstellt. Insbesondere für rationale Selbst- und Querdenker, die sich nicht dem Druck der von Merkel aufgestachelten Corona-Blockwarte und Maskentotalitären beugen wollen. Nein, Frau Merkel, wir schützen die offene, freie Gesellschaft, nicht Sie mit Ihren absurden Gängeleien. Danke. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, eine epidemische Lage von nationaler Tragweite besteht derzeit einfach nicht. Die Sterberate liegt in Deutschland 2020 nicht über dem langjährigen Durchschnitt. Zu keinem Zeitpunkt gab es eine Überlastung des Gesundheitssystems. Ja, genau. Schon die gesetzgeberische Einführung des Begriffs der epidemischen Lage war rechtsmissbräuchlich, weil er mangels objektiver Kriterien gegen den Bestimmtheitsgrundsatz des Artikels 80 Grundgesetz verstößt. Der Begriff wurde erst im März 2020 völlig neu erfunden. Der uralte und bewährte § 5 des Infektionsschutzgesetzes wurde dazu grundlegend verändert. Die Notlage von den Altparteien hier im Haus dann auch sofort ausgerufen und im Juli nochmals willkürlich bis heute verlängert. Und vermutlich wird die Regierung ja sogar noch eine weitere Verlängerung bis Ende 2021 vorschlagen. Die Fakultät für Gesundheitsrecht der Uni Regensburg bezeichnet dieses Vorgehen des Gesundheitsministeriums als verfassungsrechtlich hochgradig problematisch, als Ausnahmerecht, als Blankovollmacht und als Ermächtigungsgrundlage. Das von der Koalition seit Monaten vorgetragene Narrativ, wonach nur entschiedenes staatliches Handeln zur Begrenzung der Krankheitsfälle geführt hat, wir haben es ja eben wieder gehört, ist weiterhin völlig unbelegt. Vielmehr hat erst die seit April faktenfern anhaltende staatliche Überreaktion die größte Wirtschaftsreaktion der Nachkriegsgeschichte herbeigeführt. Darum wird die Haushaltsnotsituation des Artikels 115 2 Satz 6 Grundgesetz nun für den Haushalt 21 von der Bundesregierung erneut missbräuchlich genutzt, denn dieser Artikel verlangt, dass sich die Situation, also die Notsituation, der Kontrolle des Staates entzieht. Die Notsituation ist aber, wie gesagt, in gesundheitlicher Hinsicht nicht mehr gegeben. Und der Eintritt der wirtschaftlichen Not war im nunmehr dritten Corona-Haushalt des Bundes ganz sicher nicht mehr der Kontrolle des Staates entzogen. Die Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Schuldensonderregel des Grundgesetzes ist daher erneut nicht gegeben. Der PCR-Test zum Nachweis von Covid-19 ist derart unspezifisch, dass ein Großteil der infiziert Getesteten einfach nur falsch positive sind. Darum gibt es heute trotz angeblich fürchterlich vieler Infizierter nur sehr wenige schwer Kranke und nur noch extrem wenige wirklich kausal an Covid-Sterbende. Selbst viel höhere Opferzahlen, weil ich hier diese Schreie höre, in den schweren Grippejahren der Vergangenheit haben niemals auch nur annähernd zu irgendwelchen Masken- oder gar Lockdown-Verpflichtungen geführt. Diese ganze moralinsaure Hysterie ist überflüssig. Warum bei Corona? Wir haben es nicht mit Ebola oder mit der Pest zu tun.
Die AfD-Fraktion hat darum seit März die regelmäßige Überprüfung der Corona-Maßnahmen seitdem in über 6 Anträgen immer wieder deren Aussetzung gefordert. Insgesamt, wir haben es gehört, begründet die Regierung inzwischen 315 Milliarden Euro Neuverschuldung seit März alleine nur über Corona. Diese Schulden werden die Bürger jahrzehntelang abstottern müssen, etwa 17 Milliarden Euro jedes Jahr über die nächsten 2 Jahrzehnte, nur wegen Covid-19. Und das sind die 750 Milliarden EU-Schulden noch gar nicht mitgerechnet. Die wirtschaftliche Existenz unseres Landes wird auf dem Altar von Annahmen und Spekulationen geopfert. Das Grundgesetz wird missbraucht zum uferlosen Schuldenmachen. Wir lehnen aus diesen Gründen die Corona-Verschuldung ab. Zwar sind, das ist wahr, viele Zahlungen wegen der durch das hysterische Regierungshandeln nunmehr bald depressiven Wirtschaftslage leider unabweisbar notwendig. Hierzu zählen zum Beispiel die Unterstützungszahlen für Kurzarbeiter und Arbeitslose sowie andere Hilfsprogramme für deutsche Unternehmen und Bürger. Doch selbst diese notwendigen Ausgaben könnten 2021 aus Rücklagenmitteln bestritten werden. Also ohne Corona-Neuverschuldung, alleine nur über nicht ausgegebene Budgetreste in den Vorjahren, über die Asylrücklage oder über Einsparungen beim Klimafonds. Im Regierungsentwurf wird aber nichts davon angetastet. Die Steuereinnahmen 2021 sollen nur noch 295 Milliarden Euro betragen, also 10% weniger als vor Corona. Und selbst das ist noch sehr optimistisch. Das Szenario einer V-förmigen Erholung ist unwahrscheinlich und wird immer unwahrscheinlicher, je länger die Corona-Einschränkungen bestehen bleiben. Realistisch muss man eher davon ausgehen, dass im kommenden Jahr sich das ganze Ausmaß der Corona-Politik in Form von Massenkurzarbeit und Firmenpleiten zeigen wird. Auch die Haushaltseinnahmen aus vom Bund gegebenen Anleihen sind unbillig hoch, weil durch viel zu hohe Zinscoupons heute bereits gewaltige milliardenschwere Buchgewinne für den Bundeshaushalt realisiert werden, auf Kosten der Steuerbürger der kommenden Jahrzehnte. Man verstößt hier bewusst gegen die haushaltsrechtlichen Gebote der Klarheit und Jährlichkeit, nach uns die Sintflut, wie immer. Es muss darum nun endlich an den ideologischen Punkten gespart werden. 42 Milliarden für die EU, das ist nur die Direktzahlung, aber Milliarden für Klima, Weltbeglückung, Zuwanderung, hunderte Milliarden deutsche Haftung für EU-Neuschulden in völlig neuer Größenordnung. Dazu dann am Freitag hier etwas mehr, dann auch zum Wasserstoff-Wunschdenken und Märchen, das wir eben hier gehört haben. Zunächst hilft aber nur der sofortige Ausstieg aus der inzwischen nur noch irrsinnigen Corona-Lockdown-Maßnahmen jenseits jeder Verhältnismäßigkeit. Hinzu kommt, viele der mit dem Nachtragshaushalt eingeleiteten Programme stehen gar nicht in Zusammenhang mit Corona. Auch das wäre aber rechtliche Voraussetzung für die Inanspruchnahme der doch angeblich Corona-bedingten Ausnahmeverschuldung. Corona-Kreditgelder werden stattdessen für völlig krisenfremde Daueraufgaben verwendet. Sehr klar sieht das etwa auch der Bund der Steuerzahler. All das sind zentrale verfassungsrechtliche Probleme im Haushaltsentwurf 21 und übrigens auch schon im zweiten Nachtragshaushalt 2020. Auch die FDP scheint ja diese Rechtsprobleme zu ahnen. Zitat des Kollegen Dürr mit Genehmigung des Präsidenten hier im Bundestag am 2. Juli 2020. Dieser Bundeshaushalt verstößt gegen das Grundgesetz. Sie hatten damit ja recht im Juli, Herr Dürr. Leider haben Sie bislang nicht dagegen geklagt. Wir haben diese Klage nun vorbereitet. Schon im Oktober werden Sie und alle anderen Kollegen hier im Haus gerne von uns eingeladen, eine entsprechende Normenkontrollklage auf den Weg zu bringen. Wir sind sehr gespannt. Wir fordern die Bundesregierung auf, die Einschränkungen des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens unverzüglich zu beenden, nur die kleine Risikogruppe wirklich wirksam zu schützen und die anderen Menschen endlich realistisch anstatt hysterisch über die geringe Covid-Bedrohungslage zu informieren. Stoppen Sie die Maskerade der Nation, ziehen Sie den vorgelegten Haushalt zurück. Noch sind nicht alle Branchen und nicht alle Menschen ruiniert, Sie arbeiten aber hart daran. Oder in den berüchtigten Worten Ihrer Kanzlerin, wir schaffen das noch. Herr Böhringer. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Es ist bemerkenswert, welchen Aktionismus der Altparteien ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum bereits seit 5 Jahren laufenden PSPP-Programm auslösen konnte. Inzwischen liegt uns sogar eine Liste des bundestagseigenen Europareferats vor, die dokumentieren soll, wie akribisch man sich hier im Hause doch um eine Kontrolle der enormen EZB-Macht bemüht habe. Interessanterweise übrigens beinhaltet diese Liste seit 2017 sehr viele AfD-Initiativen, die Sie allesamt abgelehnt haben. Teilweise wollten Sie sie gar nicht zulassen. Doch nun, gegenüber dem Gericht, will man damit eifrig offiziell dokumentieren, der Bundestag sei der vom Gericht geforderten Integrationsverantwortung doch ganz klar nachgekommen.
8 von 11 Plenardebatten zur EZB-Politik fanden aufgrund von AfD-Initiativen statt. 7 von 10 einschlägigen Anträgen stammen alleine nur von unserer kleinen Fraktion, ebenso 6 von 11 einschlägigen Anfragen. Von der Bundesregierung dagegen kam praktisch gar keine Aktivität. Wenn Bundestag und Bundesregierung die absehbaren Folgeklagen zu PSPP in Karlsruhe bestehen sollten, dann könnte das durchaus auch an den von Ihnen zutiefst abgelehnten AfD-Anträgen liegen. Doch geschenkt, Sie haben sich formell nun endlich um die geforderte Verhältnismäßigkeitsprüfung bemüht, wenn auch 5 Jahre zu spät. Und vor allem ungenügend, denn spätestens seit 2015 war klar, dass OMT und PSPP letztlich die deutsche Haushaltssouveränität aushebeln. Der Bundestag hätte die Billionenentscheidungen, die eben hier kleingeredet wurden, viel früher nicht nur auf Verhältnismäßigkeit prüfen müssen, sondern dazu vor allem verbotene monetäre Staatsfinanzierung feststellen müssen. Der Integrationsverantwortung werden wir nicht mit einer von Karlsruhe erzwungenen Eildebatte zu PSPP gerecht. Und es genügt auch kein unverbindlicher monetärer Dialog in nicht öffentlichen Zirkeln oder gar über unsere Geheimschutzstelle, wie am Montag geschehen. Schon im Lissabon-Urteil des BVG von 2009 steht, ich zitiere, die rechtliche und politische Verantwortung des Parlaments erschöpft sich nicht in einem einmaligen Zustimmungsakt. Nur regelmäßige Debatten hier im Plenum mit der Möglichkeit zu Beschlussanträgen noch vor der Umsetzung neuer EZB-Ankaufprogramme erfüllen unsere Verantwortung. Genau dies beantragen Kollege Peterka und ich, die AfD-Fraktion, heute. Leider steht im Gemeinschaftsantrag der Altparteien dazu nichts. Der FDP-Einzelantrag dagegen, ja, der enthält auch unsere Dauerrede. Hier werden wir zustimmen, auch wenn unser eigener Antrag noch etwas weitergeht. Das aktuelle PEP-Programm der EZB mit Volumen 1.350 Milliarden Euro werden wir gerichtlich prüfen lassen. Der Rechtsauffassung monetäre Staatsfinanzierung haben sich neben der AfD Vertreter völlig unterschiedlicher Gruppierungen angeschlossen, darunter die ehemaligen Chefvolkswirte der EZB, Issing und Stark, Ex-Bundesbankpräsident Schlesinger und sogar ein von den Linken bestellter Sachverständiger sowie das bundestagseigene EU-Referat. Seit wenigen Tagen liegt nun die seit fünf Jahren vermisste Dokumentation der EZB zur Verhältnismäßigkeit von PSPP vor. Ich stelle fest, dass diese zuerst den Medien zugespielt wurde und erst sehr, sehr spät über die Geheimschutzstelle uns Abgeordneten. Leider eine übliche Unsitte. Inhaltlich kommen wir der Prüfung von PSPP zu einem anderen Ergebnis als die EZB. Die Folgen der permanenten Manipulation der Staatsanleihenmärkte sind für Sparer, Rentner, Mieter, künftige Steuerzahler sowie für Immobilienkäufer verheerend. Es droht das künstliche Aufblähen aller Vermögensmärkte. Die Nullzinsen führen zur Zombifizierung der Wirtschaft, zudem zur Umverteilung von Arm nach Reich. Am Ende steht eine Depression, ganz zum Schluss gar ein Währungscrash. Unserem Ergebnis vernichtende Abwägung PSPP Billionen gegen all diese Nachteile teilt übrigens auch eine neue Studie der Commerzbank. Daraus zitiert, insgesamt bleiben selbst auf der Grundlage von Studien der EZB Zweifel an der Verhältnismäßigkeit der Anleihekäufe. Es ergeben sich aus den Käufen große Risiken für die Finanzstabilität. Das sagt die EZB selbst. Sie betont, dass die negativen Auswirkungen einer expansiven Geldpolitik mit deren Dauer zunehmen würden. Genügend Gründe also, und damit komme ich zum Schluss, diese Auswirkungen nach inzwischen 10-jähriger Dauer immer kritischer zu beobachten, zu bewerten und zu stoppen. Nachdem der Präsident anmahnt, mein letzter Satz, ich protestiere gegen die völlig ungenügende Behandlung dieses Billionenthemas im Bundestag in absurd kurzen 30 Minuten. Herzlichen Dank. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, 43% der Ausgaben im Haushalt 2020 sind kreditfinanziert. 43%, ein nie gesehener Wert. Diese Schulden als Folge des Lockdowns werden die Bürger jahrzehntelang abstottern müssen. Die Steuereinnahmen werden 2020 nur noch 264 Milliarden Euro betragen, 20% weniger als 2019. Und selbst das ist noch optimistisch. War das alles unvermeidbar? Eine epidemische Notlage von nationaler Tragweite, welche die Einschränkung von Grundrechten sowie des wirtschaftlichen Lebens gerechtfertigt hätte, bestand vermutlich zu keinem Zeitpunkt, spätestens jedoch seit Mitte März nicht mehr.
Als der Lockdown des Landes am 25. März verfügt wurde, war die Corona-Infektionswelle bereits am Abklingen. Es ist interessant, dass jetzt schon Zwischenrufe kommen. Das ist alles faktisch. Das wussten RKI und damit auch die Bundesregierung spätestens seit dem 20. März. Neue Ergebnisse bestätigen, dass die wahren Durchseuchungswerte in der Bevölkerung um ein Vielfaches höher sind als angegeben, wodurch die Gefährlichkeit des Virus objektiv der einer gewöhnlichen Grippe entspricht. In Ischgl etwa mit 45% Durchseuchungsrate wussten 85% dieser Infizierten gar nichts von ihrer Infektion. Und auch bei den restlichen 15% verlief die Krankheit zumeist völlig unproblematisch, das heißt symptomfrei. Die Übersterblichkeit liegt in Deutschland 2020 nicht über dem langjährigen Durchschnitt. Die PCR-Tests zum Nachweis von Covid-19 sind so unspezifisch, dass ein Großteil der infiziert Getesteten einfach nur falsch positive sind. Das ist reine Statistik. Zudem wird vom RKI nicht repräsentativ die zu 99,9% symptomfreie Bevölkerung getestet, sondern zumeist immer noch die Kranken. Und das sind die extrem wenigen Kranken. Die Bundesregierung enthält der Öffentlichkeit und dem Bundestag all diese Sachverhalte bis heute vor oder interpretiert statistische Daten falsch. Die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes wird auf dem Altar von Annahmen und Spekulationen geopfert. Das von der Koalition heute auf Drucksache 20-128 erneut vorgetragene Narrativ, wonach nur entschiedenes staatliches Handeln zur Begrenzung der Infektionszahlen geführt hat, ist darum immer noch völlig unbelegt. Vielmehr hat eine staatliche Überreaktion die größte Wirtschaftskrise der Nachkriegsgeschichte herbeigeführt. Die Notsituation gemäß Artikel 115 Grundgesetz ist in gesundheitlicher Hinsicht nicht gegeben und ihr Eintritt war in wirtschaftlicher Hinsicht auch nicht der Kontrolle des Staates entzogen, wie es der Artikel 115 verlangt. Ganz im Gegenteil ist schon seit März der Staat die Hauptursache für die Notlage. Die Voraussetzung für die Inanspruchnahme von Artikel 115 Absatz 2 Satz 6 sind daher nicht gegeben. Und auch wenn wir gleich nachher jetzt bei den Nachrednern natürlich die verfassungsrechtliche Apologie hören zu all dem, was ich eben gesagt habe, was noch sagen werde, der Bundesrechnungshof meldet verfassungsrechtliche Bedenken an. Sehr klar, ganz klar, auch die FAZ und auch der Bund der Steuerzahler hat recht, wenn er erklärt, dass Corona-Kreditgelder nicht für völlig krisenfremde Daueraufgaben verwendet werden dürfen. Das ist eine umfassende Meinung in diesem Land. Das Grundgesetz wird missbraucht zum uferlosen Schuldenmachen. Die aufgrund der Lockdown-Fehlentscheidung leider unabweisbar entstehenden Mehrausgaben für den Bund an betroffene Unternehmen und Bürger könnten ohne zweiten Nachtragshaushalt und in verfassungskonformer Weise aus Mitteln der Asylrücklage bestritten werden. Nun zum Inhalt des Nachtragshaushalts. Um einen konjunkturellen Nachfrageimpuls zu erreichen, müssten die Mittel jetzt schnell ausgegeben werden. Doch selbst das ist nicht gewährleistet und es ist vielfach gar nicht geplant, wie die Haushaltsberatungen gezeigt haben. Aus marktwirtschaftlicher Sicht besonders bedenklich ist, dass Entscheidungen über Zukunftstechnologien offenbar als staatliche Aufgabe angesehen werden. Doch Staatsdirigismus hemmt immer Innovationskräfte, indem er festlegt, was erst im Wettbewerb als Modernisierungsschub experimentell entdeckt würde. Er scheitert am Wissensproblem. Staatliche zentrale Planer, und das sind wir hier, das maßen Sie sich an zu sein, können gar nicht wissen, was einmal eine relevante oder umsetzbare Zukunfts- und Investition sein wird. Die Corona-Krise wird genutzt als ideologischer Vorwand, um die ohnehin geplante hochideologische Politik zugunsten linksgrüner Interessengruppen auf Kosten zukünftiger Generationen auf Pump vorzufinanzieren. Das vorgelegte Paket versteht sich auch hier mal wieder als Teil einer großen Transformation. Das ist ja Ihr Wording. Die Subventionen von vermeintlichen Zukunftstechnologien wie E-Mobilität, Wasserstoffantrieb werden absehbar an der Realität scheitern. Die private Industrie hat in vielen Jahrzehnten die Batterietechnologie weitgehend optimiert. Da gibt es nichts mehr zu optimieren. Und für den Wasserstoffantrieb praktisch aufgegeben. Der Wasserstoffantrieb wurde von der Privatwirtschaft schon vor Jahrzehnten aufgegeben. Und doch gibt es nun viele Milliarden Euro für die totale Sackgasse Wasserstoff sowie für Elektroautos, obwohl doch die Verbrennerhersteller als größte deutsche Arbeitgeber vom Lockdown extrem hart getroffen sind. Deutsche Anbieter könnten so viele E-Autos gar nicht kurzfristig produzieren. Diese Haushaltsmittel sind darum Subventionen gegen Deutschland, geradezu antisozial gegen Millionen deutscher Arbeitnehmer, die demnächst ihre Entlassungen aus ideologischen Gründen erleiden werden. Das läuft bereits. Schauen Sie einfach nur in die Meldung.
Riesige Summen gibt es auch für Brüssel, nicht nur die 13 Milliarden mehr, die schon vor Corona beschlossen waren, sondern mindestens 6 bis 8 Milliarden pro Jahr noch zusätzlich als Corona-Hilfen. Geschenke für den Mittelmeerraum, EU-vertragswidrig mit EU-Krediten finanziert, das ist noch mal ein anderes Thema, das wird uns das zweite Halbjahr beschäftigen, mit deutschem Geld besichert und in Konkurrenz zu nationalen Geldern, etwa das EU-Arbeitsgeld SURE. Alles erst ab 2028 tilgbar, nach uns die Sintflut. Die riesigen Summen werden auf EU-Ebene planwirtschaftlich bewirtschaftet, Zitat des Finanzministers dazu, das geht nicht ohne weitere Integrationsschritte. Also Mehrheitsentscheidungen für in Europa, weniger nationale Souveränität, noch mehr Finanzmittel für die EU. Meine Damen und Herren, die Deutschen wollen das nicht. Und EU-Schulden und Steuern sind sogar glatt illegal. Bezeichnend auch das zweite Zitat des Bundesfinanzministers: Es gibt keine deutsche Volkswirtschaft mehr, nur noch eine europäische. Das war ein Zitat. Große Summen gibt es auch weiterhin für Weltbeglückung, unter anderem für Bangladesch, Senegal, Äthiopien, Nepal, Mosambik, alles in diesem Haushalt, auch für die Atommacht Indien. Alles ein Corona-Haushalt. Bei den Kommunen möchte der Bund dauerhaft bis zu 75% der Unterkunftskosten übernehmen. Ein Großteil dieser KDU-Kosten ist migrationsbedingt. Setzen Sie bei den Ursachen an. Damit ist den Kommunen am meisten geholfen. Und dann muss auch das Grundgesetz nicht angetastet werden. Dann zur verfehlten Energiepolitik der Regierung. Künftig zahlt neben dem Stromverbraucher auch noch der Steuerzahler die EEG-Kosten. 2020 bereits 11 Milliarden Haushaltszuschuss, und das wird künftig immer mehr werden. Am Ende zahlen das doch dieselben Bürger. Nur sehen die den vollen Wahnsinn dann nicht mehr direkt in der Stromrechnung wie bisher. Ein hochideologischer Haushalt also. In nicht wiederholbaren guten Zeiten hat der Bund samt Bundesanstalt für Arbeit etwa 75 Milliarden Euro an Rücklagen gebildet. In nur einem Jahr werden nun über Neuverschuldung und Rücklagenauflösung 240 Milliarden aufgebraucht, also das Dreifache. So viel zum so oft zitierten Keynes, der ja nun irgendwo die identische Rückzahlung verlangt hat. Die Mehrwertsteuersenkung für 6 Monate ist dagegen tatsächlich keynesianisch. Ein reines, von der Regierung gewolltes Strohfeuer, der Wumms-Effekt eben. Nachhaltig ist daran gar nichts. Anstatt die Rücklagen aus guten Zeiten jetzt aufzubrauchen, baut der Finanzminister schuldenfinanziert weitere Rücklagen auf. Das ist verfassungswidrig und die teuerste Wahlkampagne aller Zeiten. Das ist nicht Keynes, das erinnert eher an Machiavelli. Wir fordern die Bundesregierung, ich komme zum Schluss, auf, alle Einschränkungen des allgemeinen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens unverzüglich zu beenden, die Bevölkerung realistisch über die geringe Covid-Bedrohungslage zu informieren und den vorgelegten Nachtragshaushalt zurückzuziehen. Herzlichen Dank. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, versuchen wir nach diesem Staccato des planwirtschaftlichen EU-Sprechs doch wieder in die Realität und den Rechtsstaat einzutauchen hier. Macron will mächtiger werden. Dazu braucht er die EU und einen Zahlmeister Deutschland. Es ist absurd, dass wir hier heute über den Merkel-Macron-Vorschlag überhaupt diskutieren, denn gemäß Artikel 311 AEUV ist der EU eine Kreditfinanzierung ihrer Ausgaben verboten. Punkt. An dieser Stelle könnte und müsste diese Debatte zu Ende sein. Die EU hat als Nichtstaat apodiktisch kein eigenes Besteuerungs- oder gar Verschuldungsrecht. Der Staatenbund EU lebt ausschließlich von Zuweisungen aus den Haushalten der Mitgliedstaaten. Man kann nicht, wie es aber offenbar geplant ist, einfach per Taschenspielertrick Kreditaufnahme der EU als neue Eigenmittelart umdefinieren. Ältere Kollegen könnten jetzt vielleicht einwenden, aber das haben wir doch schon 1975 gemacht. Und ja, in der Tat gab es damals ein Kriseninstrument namens Community Loan Mechanism, Gemeinschaftsanleihen der EWG, über die tatsächlich in 20 Jahren wenige Milliarden an die schon damals wie heute üblichen Pleitiers Italien, Frankreich, Griechenland ausgezahlt wurden. Zahlungsbilanzhilfe hieß das damals euphemistisch, wenn Rom oder Paris wieder mal bettelnd nach Brüssel pilgerten, um einige Millionen zu bekommen. Dumm nur, dass diese Option 1999 endete. Mit der Euro-Währungsunion trat die No-Bailout-Klausel von Maastricht in Kraft, heute der Artikel 125 AEUV mit Verfassungsrang. Es ist nun mal so. Die über EU-Kredite finanzierten Zahlungsbilanzhilfen zugunsten von Euro-Mitgliedsländern wurden damals explizit verboten.
Und es ist ja auch ganz logisch. Was sollte bei den geplanten EU-Anleihen denn passieren, wenn etwa Italien einmal bankrott ist oder zahlungsunwillig? Sollen dann die selbst gar nicht tilgungsfähige EU Insolvenz anmelden, weil Italien seinen Tilgungsbeitrag nicht leistet? Nein, natürlich würde Deutschland auch den italienischen Anteil tilgen. Die von der Regierung behauptete teilschuldnerische Haftung ist reine Theorie. Sind das noch Eurobonds durch die Hintertür oder ist das nicht schon die Vordertür? Und sagte nicht Frau Merkel 2012, keine Eurobonds, solange ich lebe. Nicht nur rechtlich, auch haushalterisch ist der Vorschlag ein Albtraum. Der Wiederaufbaufonds wird ein neuer Schattenhaushalt im Niemandsland sein, für den aber Deutschland vollhaftet, Sie können sagen teilhaftet, egal, wir haften. Statistisch werden die anfangs 500, seit gestern nun bereits 750 Milliarden Kreditmittel des Fonds niemandem zugerechnet. Weder der EU noch Deutschland, obwohl die Milliardenkredite ja real aufgenommen werden. Angela und Ursula im Wunderland. Die 750 Milliarden können für alle möglichen grün-links-ideologischen EU-Projekte nach Belieben verschleudert werden, was auch mit Sicherheit passieren wird. Aber natürlich erst nach Abzug der bei solchen Summen üblichen milliardenschweren Verwaltungskosten und Korruptionsversickerungen. Haushaltsklarheit und nationales Budgetrecht sind in einem solchen Umfeld nur noch eine ferne Erinnerung. Da hilft auch kein Hinweis auf eine formale Beteiligung des Bundestags per sogenannter begrenzter Einzelermächtigung. Wir haben es ja eben schon gehört. Bei einer Schuldenaufnahme von 750 Milliarden mit Tilgung bis 2058 ist gar nichts mehr begrenzt, weder quantitativ noch zeitlich. Das Haushaltsrecht des Bundestags ist als Königsrecht und vielleicht letzte Bastion deutscher Souveränität verankert im Artikel 110 des Grundgesetzes. Der Merkel-Macron-Vorschlag stellt es zur Disposition. Eine begrenzte Einzelermächtigung über 750 Milliarden ist ein schlechter Witz und zugleich ein Dammbruch. Wenn dieser Damm einmal gebrochen ist, dann wird Brüssel immer wieder riesige, begrenzte Einzelsummen zulasten deutscher Bonität aufnehmen und sie großzügig in Südeuropa und Frankreich verteilen. Das geht auch im Billionenbereich, und es ist immer noch, der Jung-Doktrin folgend, eine begrenzte Einzelermächtigung. Es ist so absurd. Meine Damen und Herren, nur Staaten dürfen Steuern erheben, nur Staaten dürfen Schulden aufnehmen, weil nur Staaten sie aus künftigem Steueraufkommen auch wieder zurückzahlen können. Die EU ist aber nach höchster Rechtsprechung kein Staat, immer noch nicht. Und sie darf gemäß Lissabon-Urteil des Verfassungsgerichts von 2009 ohne Volksabstimmung über eine Aufgabe der deutschen Staatlichkeit auch niemals einer werden. Dieses Referendum aber wird den Deutschen seit Jahren und Jahrzehnten vorenthalten. Der vorliegende Vorschlag präjudiziert einen hochgradig illegalen Zustand eines EU-Staats, für den es in Deutschland niemals eine demokratische Mehrheit geben würde. Merkel und Macron haben mit diesem Vorschlag eindeutig den Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung verlassen. Es ist die Pflicht dieses Bundestags, den Marsch in die völlige Rechtsbeugung zugunsten eines illegalen Bundesstaats EU-Europa zu stoppen. Wir dürfen das nicht erneut dem Verfassungsgericht überlassen. Herzlichen Dank. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Vor 3 Wochen sprachen wir hier über das Urteil des Verfassungsgerichts zu EZB-Tätigkeiten. Damals hatte die EZB über ihr völlig neues Pandemie-Anleihekaufprogramm PEP etwa 100 Milliarden Euro ausgegeben und dabei weit überproportional riskante Anleihen des europäischen Südens gekauft. Heute, nur 15 Handelstage später, sind es bereits knapp 200 Milliarden Euro. Alleine nur während unserer einstündigen Debatte heute hier gibt die EZB über PEP eine 500 Milliarden Euro aus. Das laufende Programm von über 750 Milliarden Euro wird im Herbst ausinvestiert sein. Eventuell auch früher, denn die EZB hat bereits für den Juni eine Beschleunigung angekündigt und auch bereits eine Ausweitung in den Billionenbereich. Die sicheren Abschreibungen darauf sind neue deutsche Schulden und Steuern von morgen. Räumen wir mit einigen Mythen auf. Das Urteil sagt doch nichts über monetäre Staatsfinanzierung. Doch, genau das tut es. Gleich im Leitsatz 7 und auf vielen Seiten danach werden vom Gericht 7 Kriterien für monetäre Staatsfinanzierung dekliniert. PEP erfüllt mindestens 3 davon, mindestens, wie am Montag auch die Sachverständigenanhörung zeigte. Ein Sachverständiger, wohlgemerkt ein von links bestellter, sprach es völlig eindeutig aus: Natürlich ist PEP monetäre Staatsfinanzierung. Das war ein Zitat. Und damit ist es eben rechtswidrig.
Auch das bundestagseigene EU-Referat stellt fest, PEP beachte nicht die Kriterien des BVG, der monetären Staatsfinanzierung. Weitere Mythen, alles hier schon gehört. Zitat: Nationale Institutionen dürfen nicht in das Primat der europäischen eingreifen. Oder: Das Urteil ist nicht auf PEP anwendbar. Oder: Die EZB ist unabhängig und darf nach Artikel 130 AEUV keine Weisungen entgegennehmen. All das ist widerlegbar. EU-Recht steht nicht grundsätzlich über nationalem Recht. Einen Vorrang kann es nicht geben, wenn EU-Organe die ihnen von den Mitgliedstaaten des Staatenbunds EU zugewiesenen Kompetenzen überschreiten. Genau diese Überschreitung ist im PSPP-Urteil festgestellt, und das gilt für PEP erst recht. Unsere Grundsatzabteilung P2 stellt zutreffend fest, die Befassungspflicht des Bundestags beschränke sich nicht auf PSPP, sondern umfasse sämtliche geldpolitischen Entscheidungen im ESZB. Die Unabhängigkeit der Zentralbank besteht selbstverständlich ebenfalls nur im Rahmen der Kompetenzen, die die EU-Verträge der EZB zuweisen. Und bei PEP sind diese eindeutig überschritten. Wir wissen das inzwischen ganz klar. Unser Antrag ist bewusst an die Bundesbank gerichtet. Das ist ungewöhnlich, ja, aber das ist unsere deutsche Anteilseignerin der EZB. Artikel 130 AEUV, um das ganz sicher gleich kommende Argument vorwegzunehmen, verbietet nur der Regierung, direkt auf die Zentralbank einzuwirken. Der Bundestag dagegen darf das sehr wohl. Zudem beantragen wir hier keine explizite Weisung durch den Bundestag, sondern wir fordern den Bundestag auf. Dieses Recht hat der Bundestag in jedem Fall. Gemäß Urteil müssen wir sogar tätig werden. Und wir müssen das, Zitat aus dem Urteil, zur Wiederherstellung vertragskonformer Zustände. Es ist ein Muss, es ist eine klare Aufforderung. PEP läuft bereits auf Hochtouren. In nur 8 Wochen wurden darüber Anleihen über 200 Milliarden Euro gekauft, 5 Milliarden an jedem Handelstag. Wenn wir nun wiederum Jahre warten, bis schließlich das sichere Urteil des BVG zur Verfassungswidrigkeit von PEP kommen wird, dann wird Deutschland ein hoher Billionenschaden entstanden sein. Und selbstredend ist damit das Haushaltsrecht des Bundestags gemäß Artikel 110 Grundgesetz und damit unsere Souveränität berührt. Wir haben nicht nur die gerichtliche Vorgabe, dies zu verhindern, sondern vor allem die ökonomische und haushaltsgesetzliche Pflicht. Nach den allerneuesten Pressemitteilungen und Meldungen plant die EZB inzwischen bereits eine Umsetzung ihrer Anleiheprogramme ohne die Bundesbank. Frau Lagarde erkennt offenbar endlich die deutsche Rechtslage. Sie, liebe Kollegen, sollten sie nun auch erkennen. Vielen Dank. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, die Bundesregierung bringt heute schon wieder eine neue Milliardenmaßnahme der EU in den Bundestag. Ein Pandemic Crisis Instrument über 240 Milliarden Euro. Man hat es ja. Die deutsche Bonität gibt diese Kredite für Euro-Südland noch immer her. Doch vieles wird dem deutschen Steuerbürger bzw. Bürgern dabei wieder einmal dicht gesagt. Zunächst mal zum Thema Solidität. Der Minister hat es eben ja auch betont. Diese Solidität, die hier ex ante angenommen wird von allen europäischen, südeuropäischen Staaten, ist ein politischer Befehl. Es ist ein Befehl. Minister Scholz und die EU wissen heute schon mehr, als die Märkte zu diesen Ländern in 3 Jahren wissen werden. Das ist schon eine Leistung, echte Hybris. Ja. Aber gut, erstens, Kredite an wirtschaftlich angeblich noch solide Staaten widersprechen der Gründungsbehauptung des ESM, wonach die Staatengemeinschaft lediglich in Notsituationen einspringt. Zwar ist eine Notsituation für den Euro tatsächlich gegeben, und zwar permanent seit 2010, denn die Finanzkrise der Euro-Südzone war ja nie beendet. Corona ist heute aber nur der Anlass, um ein weiteres Transfervehikel für deutsches Geld einzuführen. Zweitens. Die Corona-Krise, die akute Corona-Phase ist beendet. Am Montag dieser Woche gab es in ganz Berlin noch 2 Neuinfektionen. Und nein, die Seuche wurde nicht durch den verfügten Stillstand des Landes beendet. Als der Shutdown Ende März befohlen wurde, war das Virus in Deutschland bereits am Ende oder fast am Ende seiner saisonalen Ausbreitung. Wir wissen das inzwischen sicher, auch wenn die Bundesregierung uns diese Informationen zum Teil bis heute vorenthält. Ja, es war schon klar, dass das kommt. Der Reprofaktor von Corona liegt seit März konstant im ungefährlichen Bereich. Inzwischen entsteht ein größerer medizinischer Schaden. Hören Sie zu, oder lernen Sie noch was, Herr Schneider. Inzwischen entsteht ein größerer medizinischer Schaden durch die Corona-Shutdown-Maßnahmen als durch Corona selbst. Verschobene OPs werden tausende Opfer fordern, fehlende Bewegungen und Sozialkontakte ebenfalls. Nur ein Zitat aus dem, naja, nennen wir es
Non-Paper der Krisenabteilung des Innenministeriums: Die Corona-Gefahr ist offenkundig nicht größer als die vieler anderer Viren. Herr Seehofer feuerte den Verfasser solcher Wahrheit einfach getreu dem Idi Amin-Prinzip der Meinungsfreiheit. Ja, ich gewähre Freiheit der Rede, aber keine Freiheit nach der Rede. Der Shutdown müsste schon seit 6 Wochen beendet sein. Der volkswirtschaftliche Schaden Deutschlands alleine nur durch diese unnötige Verzögerung liegt bereits jetzt bei über 200 Milliarden Euro. Drittens. Corona stellt einen symmetrischen Schock dar, für alle Länder der EU gleich. Das Virus kann darum keine asymmetrischen Geldtransfers zulasten Deutschlands begründen. Und trotz des nominal hohen Volumens, riesigen Volumens von ECCL, wäre ECCL noch nicht mal ein besonders wichtiger Topf. Die EZB-Programme werden noch viel wichtiger sein, 1,5 Billionen und mehr. Aber man will offenbar heute nicht die gesamte EU-Rettung über die EZB machen, da deren Anti-Corona-Programm die vom Bundesverfassungsgericht ja dummerweise eben erst definierten Kriterien für verbotene monetäre Staatsfinanzierung klar erfüllt. Viertens. ECCL steht in direkter Haushaltskonkurrenz zu nationalen Corona-Wirtschaftsprogrammen, die wir leider in gewaltigem Umfang benötigen werden, um die völlig unnötigen Wirtschaftsschäden in Deutschland zu kompensieren. 20 bis 30 Milliarden Euro pro Woche des anhaltenden Stillstands. Just heute kommt die neue Steuerschätzung heraus. Es ist schon klar, es fehlen nach nur 6 Wochen Corona-Stillstand 120 Milliarden Euro in der Staatskasse. Sogar ohne Corona-Programme ist ein weiterer deutscher Nachtragshaushalt auf Pump schon heute absolut sicher. Die AfD spricht sich in dieser Konfliktsituation um Mittel ganz klar für die Rettung der deutschen Arbeitnehmer und Unternehmen aus und lehnt alle Hilfsansätze über europäische Institutionen ab. Aus diesem Grunde werden wir natürlich auch den Entschließungsantrag der FDP ablehnen, der unverständlicherweise ebenfalls noch mehr deutsche Gelder über den Umweg EU nach ganz Europa, außer Deutschland natürlich, transferieren will. Fünftens. ECCL stellt ein fast bedingungsloses Kreditprogramm dar. Der ESM verlangt keinerlei Nachweise der Verwendung der Gelder. Die Mittel dürfen etwa auch nur zu sehr vage definierten Zwecken der Vorsorge verwendet werden. Das ist ein weiter Begriff. Gesundheitliche Vorsorgemaßnahmen können damit ebenso gemeint sein wie eben Haushaltsvorsorge von Griechenland, Spanien, Frankreich. Sechstens. PCSI verlangt im Gegensatz zu allen bisherigen ESM-Programmen keinerlei strukturelle Anpassungen von den Nehmerländern. Auch das widerspricht völlig den Forderungen und Versprechungen des originären ESM-Vertrags, den wir ja heute, ich erinnere daran, im Wortlaut überhaupt nicht verändern. Der im FDP-Antrag naiv optimistisch von den Nehmerländern verlangte jahrelange Primärüberschuss ist darum niemals zu erreichen. Ohne wirtschaftliche Strukturanpassungen können die Euro-Südländer niemals nachhaltige Primärüberschüsse erzielen. Und genau das verlangen Sie in Ihrem Antrag. Letztlich haben diese Länder die Chance erst wieder, wenn sie das seit 1999 unselige Euro-Korsett abstreifen und so ihre Realwirtschaften endlich wieder Wettbewerbsfähigkeit verleihen. Das ist der tabuisierte, rosarote Elefant im Raum. Jeder weiß um ihn, aber keine spricht diese Ursache der Euro-Krise an, die lange vor Corona existiert hat und die kein ECCL-Programm lösen kann. Siebtens und letztens muss man noch daran erinnern, warum eigentlich 2012 der ESM überhaupt eingerichtet wurde. Angeblich waren die Euro-Südländer damals nicht mehr kapitalmarktfähig, was per se schon mal eine falsche Aussage ist. Das geht gar nicht. Inzwischen haben sie trotz Corona und trotz Dauerrezession dank EZB eindeutig wieder Zugang zum Kapitalmarkt, sogar zu echten Traumkonditionen von 0,5 bis 2,2% Jahreszins. Das sind Traumkonditionen, nichts. Und es kommt noch besser. Aufgrund der Voodoo-Ökonomie der EZB-Nullzinspolitik wären alle Euro-Südländer heute in der Lage, die ESM-Kredite am regulären Kapitalmarkt mit nur minimalen Zusatzkosten umzuschulden. Damit ist der einzige Grund entfallen, weswegen der ESM 2012 etabliert wurde. Der ESM kann somit aufgelöst werden. Wir haben genau das heute beantragt. Es geht, die EZB-Zinsplanwirtschaft macht dieses Wunder möglich. Bringen Sie den deutschen Steuerzahler endlich aus der Haftung. Die Transferprogramme von deutschem Geld und deutscher Bonität an internationale Gläubigerbanken Südeuropas waren schon vor Corona illegal und grundfalsch. Sie werden keinesfalls durch Corona legitimer und sinnvoller. Herzlichen Dank. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen,
Das Verfassungsgericht hat am Dienstag endlich das gesagt, was es schon spätestens 2016 zu den Anleihekäufen der EZB hätte sagen müssen. Die absolutistische, dragische Rettungspolitik, koste es, was es wolle, ohne Rücksicht auf Rechtslage und Verhältnismäßigkeit, ist ohne Kontrolle durch deutsche Bundesregierung und diesen Bundestag nicht verfassungsgemäß. Wir haben dazu diese Aktuelle Stunde angemeldet, denn das Urteil wird leider bereits jetzt relativiert. Die Regierungsfraktionen nehmen die schallende Ohrfeige des Gerichts gegen ihre jahrelange Untätigkeit einfach nicht an. Gestern etwa sagte der Unionsfraktionschef, ich zitiere, die Union hat in der Vergangenheit immer wieder kritisiert, die EZB übertrete ihr Mandat mit den Anleihekäufen. Wie bitte, Herr Brinkhaus? Wieso haben Sie dann die Ihnen offenbar bewusste Mandatsüberschreitung der EZB nicht gerügt und abstellen lassen? Sie haben stattdessen Herrn Draghi noch das Bundesverdienstkreuz verliehen. Warum haben Sie nicht den Bundestag einberufen, um den Rechtsbruch zu stoppen? Sie hätten damit einen potenziellen Schaden in Höhe von über einer 500 Millionen Euro von Deutschland abwenden können. Nun musste dies das Gericht einfordern. Meine Damen und Herren, wir werden uns hier künftig sehr häufig und regelmäßig mit Beschlüssen des EZB-Rats beschäftigen, mit der permanenten Überschreitung der Grenzen der Geldpolitik, mit der Verhältnismäßigkeit einer Nullzinspolitik, deren Folgen die AfD ebenso wie jetzt auch das Gericht seit Jahren thematisiert. Zombifizierung der Wirtschaft, Blasenbildung in den Immobilienmärkten, Riesennachteile für deutsche Sparer und Mieter. Von all diesen Themen können Sie sich künftig nicht mehr wegducken, und das ist gut so. Zudem haben wir künftig bei allen Anleihekäufen der EZB die vom Gericht klar definierten Kriterien für monetäre Staatsfinanzierung zu prüfen. Bei PSPP konnte das Gericht einen Verstoß gegen Artikel 123a EUV nur deshalb noch nicht feststellen, weil er noch nicht offensichtlich war und da die EZB relevante Informationen nicht herausgibt. Schon heute aber ist völlig klar, das neue PEP-Programm der EZB über mindestens 750 Milliarden Euro, später aufstockbar auf mehrere Billionen Euro, wird mindestens 5 der Kriterien des Gerichts nicht erfüllen. Es gibt bei PEP keine Begrenzung der Anleihekäufe, keine Offenlegung der Emittenten, kein Einhalten der bisherigen 33% Obergrenze, kein Einhalten des Kapitalzeichnungsschlüssels, keine qualitativen Mindeststandards der gekauften Anleihen. All das wird aber vom Gericht künftig für Verfassungskonformität explizit verlangt. Und da dieses Programm bereits läuft und alleine nur im April darüber Anleihen über 115 Milliarden Euro gekauft wurden, ist Gefahr im Verzug. Das Gericht hat PEP nur deshalb nicht direkt verboten, weil es formal nur über die PSPP-Klage von 2015 geurteilt hat. Wenn wir aber noch einmal 5 Jahre warten, bis es dann das sichere Urteil zur Verfassungswidrigkeit von PEP geben wird, dann wird beim aktuellen Ankauftempo der EZB bis 2025 ein Schadenpotenzial von 7 Billionen Euro entstanden sein. Wir haben nicht nur die gerichtliche Vorgabe, dies zu verhindern, sondern auch die ökonomische und gesetzliche Pflicht, denn selbstredend greift ein solches Treiben der EZB mit einem deutschen Abschreibungsrisiko von bis zu 5 Jahreshaushalten massiv in die deutsche Finanzsouveränität ein. Ganz eindeutig ist dann auch noch das Haushaltsrecht künftiger deutscher Bundestage gemäß Artikel 110 Grundgesetz verletzt. Seit vorgestern hat die Regierung also nun endgültig keine Ausrede mehr, die EZB gegen die deutschen Sparer und Steuerbürger einfach gewähren zu lassen. Sie müssen PEP sofort stoppen. Zudem erwarten wir zeitnah Ihre Vorschläge zur wirksamen Kontrolle aller EZB-Ratsentscheidungen durch den Bundestag. Ein kleiner Tipp dazu. Die AfD wollte bereits im März 2019 im Deutschen Bundestag ein Fragerecht gegenüber der EZB verschaffen, was ja Voraussetzung für eine wirksame Kontrolle der EZB gewesen wäre. Ich sagte damals hier zur faktischen Wirtschaftspolitik der EZB, Zitat, es besteht klar ein Kontrollbedürfnis für uns als Parlament des größten EU-Haftungsstaats. Mit unserem vorgelegten Antrag kann sich der Bundestag endlich die Möglichkeit verschaffen, der Kontrolle von Mega-Entscheidungen der EZB, die die nationalen haushalterischen Fragen weit überragen. Sie haben unseren Antrag damals alle abgelehnt. So wird es künftig nicht mehr gehen. Der Bundestag muss die Billionenentscheidungen der EZB akribisch prüfen. Endlich akribisch prüfen. Herzlichen Dank.
Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir können heute feststellen, dass die apokalyptischen Corona-Prognosen der Regierung, mit denen hier Ende März die gewaltigen Einschränkungen der Bürgerrechte und der superteure Shutdown begründet wurden, unzutreffend waren. Zum Glück natürlich, aber nicht bedingt durch den verfügten Stillstand. Gemäß Herr Kollege, erlauben Sie eine kurze Zwischenbemerkung. Die Redezeit ist angehalten. Herr Kollege Hart, Sie können Ihre Besprechung bitte auch im gehörigen Abstand draußen fortsetzen. Es macht keinen guten Eindruck, wenn ausgerechnet die CDU-CSU-Fraktion die Abstände hier nicht einhält. Das ist schade, dass es keine Zwischenfrage gab, denn sonst hätte ich zu dem Thema gerne mehr Redezeit gehabt. Jedenfalls, der Shutdown wurde erst verfügt, als die Seuche bereits beherrscht wurde, fast beherrscht war. Die AfD hat darum zu Recht am 25. März hier beantragt, die Maßnahmen zeitlich streng auf maximal 4 Wochen zu befristen, sie dann zu evaluieren und gegebenenfalls zügig aufzuheben. Sehr zu Recht, wie wir heute wissen. Vor diesem Hintergrund plant nun auch noch die EU eigene billionenschwere Corona-Krisenprogramme. Das ist grotesk. Corona ist ein symmetrischer Schock für alle Länder der EU gleich. Das Virus darf darum keine asymmetrischen Geldtransfers zulasten Deutschlands begründen. Die EU will wieder einmal mit deutschem Geld ihre Existenzberechtigung zurückkaufen, die sie längst verloren hat. Die EU hat bereits Maßnahmen für gewaltige 500 Milliarden Euro beschlossen. Erstens ein 200 Milliarden Euro Programm der Europäischen Investitionsbank. Dieses steht in direkter Haushaltskonkurrenz zu nationalen Maßnahmen der KfW für Mittelständler. Zweitens 200 Milliarden an ESM-Krediten, ein Transfermechanismus wie immer von deutschem Geld für die Euro-Südländer. Drittens ein EU-Kurzarbeiterprogramm SURE, das ist schlicht illegal. Die geplanten Garantien der Mitgliedstaaten begründen eine nach Artikel 125 AEUV verbotene Gemeinschaftshaftung. Daran ändert auch der viel zitierte Artikel 122 nichts. Weiterhin ist die Arbeitsmarktpolitik gemäß EU-Verträgen überhaupt nicht vergemeinschaftet. Es fehlt somit an der Rechtsgrundlage für die EU, hier überhaupt tätig zu werden. Und zudem ist in nach Artikel 124 und 311 AEUV auch noch die Kreditaufnahme verboten. Das ist also Kreditfinanzierung verboten. Schon multiple illegal. Und auch SURE steht natürlich in direkter Konkurrenz zu nationalen Regelungen. In Deutschland reden wir bei derzeit über 15 Millionen Kurzarbeitern von einem Geldbedarf, der die in langen guten Jahren angesparten Milliardenrücklage der Bundesanstalt schon im Frühjahr aufbrauchen wird. Der Bund wird hier also einspringen müssen und unser Beitrag zu SURE für südeuropäische Kurzarbeiter fehlt dann im deutschen Haushalt. Die AfD spricht sich in dieser Konfliktsituation um Mittel ganz klar für die Rettung der deutschen Arbeitnehmer und Unternehmen aus. Und viertens noch, der gerade jetzt in dieser Stunde verhandelte Recovery Fund, finanziert über deutsche Haushaltsmittel und deutsche Bonität, auch ohne explizite Corona-Bonds wäre der Fonds ein Dammbruch. Ein billionenschwerer Anschlag kommt jetzt auf den deutschen Letzthafter zu. Noch nie in der Finanzgeschichte hat es funktioniert, wenn die einen haften und dann andere über die generierten Finanzmittel verfügen. Und es behaupte bitte niemand, dieser kommende Fonds habe nichts mit Eurobonds zu tun. Sogar die Fraktion der Sozialdemokraten im EU-Parlament hat diesen Fonds als genau das bezeichnet, was er ist, ein riesiger Eurobond. Natürlich illegal, das übrigens auch in Richtung des Kollegen Rehberg, der ja erst heute an dieser Stelle, heute Vormittag, staatstragend die Verfassungsmäßigkeit aller Maßnahmen beschworen hat. Darüber sprechen wir dann im Ausschuss noch mal bitte. Und natürlich der Fonds mit haupthafter Deutschland, ebenso wie bei Krediten des ESM, EIB, EZB oder EU-Kommission. Es ist immer dasselbe. Und auch Macron sagt jetzt ja ganz offen, ich zitiere, ohne Finanztransfers, Deutsche natürlich, scheitert die EU. Macron-Zitat. Dummerweise sind diese aber illegal. Geschäftsgrundlage für EU und Euro seit 1991 war immer offiziell. Niemals eine Haftungsgemeinschaft. Die Euro-Rettung führt uns also immer weiter in den Unrechtsstaat. Sogar ohne EU-Programme ist ein weiterer deutscher Nachtragshaushalt auf Pump bereits absehbar. Keinesfalls hat also der deutsche Steuerzahler noch mehr Geldmittel für EU-Programme. Das Geld würde gemäß mir vorliegenden Papieren übrigens verwendet für noch mehr Bürokratie, für mehr CO2-Religion, für die berüchtigte Agenda 2030, für den Green Deal, für noch mehr Immigration, noch mehr Milliarden für die sogenannten Partnerländer,
Äthiopien, Senegal, Türkei, Albanien, Kosovo, sogar für Venezuela und die karibischen Länder, all das offizielle EU-Papiere, für all diese Länder will man, ich zitiere, kohärente Finanzpakete schnüren. Doch will das der deutsche Bürger? Nein, natürlich nicht. Die Menschen verstehen sich nicht als europäische oder gar globale Schicksalsgemeinschaft, wie es heute Morgen auch mal wieder von der Kanzlerin behauptet wurde. Nur eine massenmedial unterstützte, weltferne, supranationalistische Elite kann glauben, dass Schuldenmacherei und Planwirtschaft der EU oder gar die Welt aus der Krise führen können. Was schon vor Corona illegal und grundfalsch war, wird keinesfalls durch Corona illegitimer und sinnvoller. Die AfD lehnt alle Hilfsansätze über europäische Institutionen ab. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Böhringer. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Zum eindeutigen Vorrang von Leben und Gesundheit vor finanziellen Fragen hatte ich ja schon heute Vormittag alles gesagt. Wir haben heute, obwohl es um riesige Summen geht, auch keine rein haushalterische Entscheidung zu treffen. Mit Steuermitteln sind die Folgen des Stillstands eines ganzen Landes nicht zu bewältigen. Weder Steuerstundungen noch staatliche Garantien und Kredite über die KfW können trotz ihres riesigen Volumens ausreichen, die Privatwirtschaft zu ersetzen. 300 Milliarden Euro an Wertschöpfung pro Monat ersetzt man nicht eben mal so durch den Staat. Wir unterstützen die Maßnahmen der unmittelbaren Existenz- und Gesundheitsfürsorge. Doch der Finanzminister sollte wenigstens erklären können, was das Gesamtkonzept der Maßnahmen sein soll. Für welchen Zeitraum und mit welchen Pandemieannahmen ist das Maßnahmenpaket gestrickt? Wie lange können diese Maßnahmen operativ und finanziell durchgehalten werden? Bei einem 750-Milliarden-Paket muss man ein solches Ausstiegskonzept von der Regierung einfordern. Wir haben das getan, aber vom Minister keine Antworten auf diese fundamentalen Fragen bekommen. Eben im Ausschuss bezeichneten Sie mich, Herr Minister, als zynisch, weil ich nur diese Frage stellte. Ich bitte Sie, Herr Scholz, zur Kenntnis zu nehmen, dass heute in der Rheinischen Post der Düsseldorfer OB Geisel ebenfalls die These aufstellt, dass der Shutdown, Zitat, nicht durchhaltbar ist. Zudem fordert Herr Geisel übrigens die Durchseuchungsstrategie für das ganze Volk, außer für die Alten. Er hat übrigens sein SPD-Parteibuch. Die Frage nach dem Ende des aktuellen Shutdowns steht überall wie der Elefant im Raum. Alle sehen ihn, nur Sie wollen sich nicht dazu äußern, sondern lesen lieber auf dem Tablet. Darum müssen wir uns als verantwortlicher Bundestag heute selbst verpflichten, die extrem einschneidenden Maßnahmen schon nach 4 Wochen und danach sehr regelmäßig zu überprüfen. Genau dies fordert unser Entschließungsantrag, über den wir gleich im Anschluss abstimmen werden. Wir werden unser weiteres Abstimmungsverhalten vom Ergebnis dieser grundlegenden Abstimmung abhängig machen. Der Bundestag muss sich in die Lage versetzen, die Wirkung des Morphiummittels Shutdown, das bei längerer Anwendung den Patienten schwer schädigen wird, jederzeit zu überprüfen und gegebenenfalls die Dosis zu verändern und die Mittel auch wieder abzusetzen. Psychischer Stress durch Freiheitsbeschränkungen, Existenzängste sowie Arbeitslosigkeit aufgrund von Firmeninsolvenzen, die staatliche Stützungszahlungen bei einem längeren Shutdown letztlich nicht verhindern können, werden nach einiger Zeit zu verringerter Lebensdauer der Menschen führen. Unterschätzen Sie diese Effekte nicht. Die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen muss gewahrt bleiben. Weitere Fragen. Warum wird die Asylrücklage von 48 Milliarden Euro nicht aufgelöst, um die exorbitante Neuverschuldung des Nachtragshaushalts zu lindern? Hierzu sagten Sie eben im Ausschuss, Herr Minister, das Rücklagengeld liege ja nicht herum, sondern es sei nur eine Kreditermächtigung. Nun, in der Tat, genauso wie die Neuverschuldung auch. Ebenso ist sie auch eine Kreditermächtigung. Nun haben Sie eben zwei davon, eine über 156 Milliarden, eine über 48 Milliarden. Das ist eine gute Situation, aber seriös ist das nicht. Warum hat die Regierung wieder einmal den Mittelstand fast nicht in die Rettungsmaßnahmen einbezogen, also das Rückgrat unserer Wirtschaft? Warum gibt es im Nachtragshaushalt völlig Corona-fremde Titel, wie zum Beispiel Mieten im Kanzleramt oder juristisch zweifelhafte Entschädigungszahlen an Thomas Cook Geschädigte? Es ist unbillig, diese Dinge hier im Corona-Paket mit verabschieden zu lassen. Generell muss in Zeiten einer Notlage gelten. Wenn schon so viel Geld in die Hand genommen wird, dann bitte für Deutschland.
Die Grünen etwa wollen Teile der Gelder erklärtermaßen lieber für EU-Europa verwenden. Die Linken wollen bereits einen Nachschlag über 750 Milliarden Euro hinaus. Man hat es ja. Ebenso natürlich die EZB und die EU, die perfiderweise die Gelegenheit Corona nun nutzen wollen, um mandatswidrig primär Euro-Süd-Anleihen zu kaufen und sogar von Deutschland mitbehaftete Corona-Anleihen einzuführen, also illegale Eurobonds. Fazit, ich komme zum Schluss. Selbst in einer gesundheitlichen Notlage sind solche Planungen unseriös und müssen sehr schnell wieder auf den Prüfstand. Staatsplanwirtschaft mit 200 Milliarden Euro pro Monat kann ohnehin nicht lange durchgehalten werden. Stimmen Sie damit bitte unseren Anträgen auf enge Befristung und regelmäßige Überprüfung der derzeitigen harten Maßnahmen zu. Dann können wir in der aktuellen Notlage auch teilweise zustimmen. Sonst werden wir uns enthalten müssen. Herzlichen Dank. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Die Gesundheit der Menschen hat immer Priorität. Die AfD hat medizinisch derzeit keine gesicherten besseren Erkenntnisse als die Berater der Bundesregierung. Wir unterstützen daher Maßnahmen der unmittelbaren Existenz- und Gesundheitsfürsorge, etwa die Milliardensummen für die Krankenhäuser und Kleinunternehmer, sowie Maßnahmen gegen die weitere Ausbreitung der Pandemie. Corona-Patienten in Krankenhäusern oder heute noch Gesunde, die aber morgen Corona-Patienten sein könnten, müssen sich also keine Sorgen machen, dass ihre Behandlung am Geld scheitert, etwa für Schutzausrüstung oder Beatmungsgeräte. Zugleich sind aber viele der heute von der Bundesregierung vorgeschlagenen Shutdown-Maßnahmen nicht nur einschneidend, sondern in der Nachkriegszeit präzedenzlos. Minister Scholz hat es ja mehr oder weniger auch bestätigt. Und schon nach wenigen Wochen sind diese Maßnahmen ihrerseits für viele Menschen existenzgefährdend. Es geht hier explizit nicht um das völlig unbestritten erforderliche Unterbinden von gefährlichen Corona-Partys. Und auch die temporäre Minimierung der Sozialkontakte, so hart das auch ist, wird von der AfD derzeit mitgetragen. Doch wir müssen weiterdenken. Ein ganzes Land in Stillstand zu versetzen, führt schon nach kurzer Zeit für viele Menschen und Unternehmen zu zum Teil irreversiblen Folgewirkungen. Psychische Belastungen durch Freiheitsbeschränkungen, Betriebsschließungen, finanzielle Notlagen durch Entlassungen, von Eingriffen in Bürgerrechte und Eigentum ganz zu schweigen. Es ist eine Illusion, dass staatliche Gelder, also Steuergelder der Gesellschaft selbst, auch nur annähernd ausreichen könnten, die derzeit fast völlig unterbundene Wertschöpfung des Privatsektors zu ersetzen. Die deutschen Unternehmen erwirtschaften Werte in Höhe von 3,5 Billionen Euro pro Jahr, also jeden Monat 300 Milliarden. Der Staat könnte selbst nur die Hälfte davon mit dem heute vorliegenden gewaltigen Maßnahmenpaket noch nicht einmal für 6 Monate ersetzen. Darum ja, heute muss sich noch alles den medizinischen Notwendigkeiten unterordnen. Doch die Maßnahmen müssen angesichts der horrenden finanziellen, psychischen und gesellschaftlichen Folgen des aktuellen Stillstands in sehr kurzen Abständen immer neu hinterfragt werden. Durch uns, den Gesetzgeber. Auf Basis eines sich ständig ändernden Erkenntnisstandes, etwa zur Entwicklung von Impfstoffen oder zu hoffentlich bald zurückgehenden Fallzahlen. Einige Entwicklungen im Ausland lassen ja hier etwas hoffen. Daher unser Generalantrag zur heutigen Debatte auf enge zeitliche Befristung vieler Maßnahmen, dem ich Sie im Interesse Deutschlands inständig bitte zuzustimmen. In 3 bis 4 Wochen wird die erste Spitze, ich betone, die erste Spitze der Corona-Pandemie vorüber sein. Die seit einigen Tagen nach langem Zögern der Regierung nun verfügten Maßnahmen des Shutdowns und der Grenzschließungen werden natürlich greifen. Die Intensivstationen werden dann das Schlimmste hinter sich haben. Übrigens machen unsere Ärztinnen und Ärzte, Pfleger und Krankenhausschwestern einen exzellenten Job, sodass es bislang in Deutschland erheblich weniger Tote gibt als prognostiziert. Dafür von hier aus vielen herzlichen Dank. Die Corona-Krise wird dann im April zwar leider noch nicht überwunden sein, aber trotzdem wird bei laufenden volkswirtschaftlichen Schäden von über 50 Milliarden Euro pro Woche ein Wiederhochfahren des Landes unumgänglich sein, ein langsames. Unser Antrag schafft die Voraussetzung dafür, dass der Bundestag dem Land diese meines Erachtens lebensnotwendige Option erhält, ebenso lebensnotwendig wie die direkten Maßnahmen gegen Corona.
Die Alternative für Deutschland nimmt somit heute ihre Verantwortung in Zeiten der Pandemie wahr. Doch wir fordern unbedingt eine zeitliche Begrenzung und Überprüfung der heutigen Corona-bedingten Eilmaßnahmen, je nach Änderung der Lage. Der Bundestag soll sich bis zur Überwindung dieser Gesundheitskrise regelmäßig damit beschäftigen, ob und welche Maßnahmen noch absolut zwingend sind und wie der Gesamtplan und der Ausstiegsplan der Bundesregierung aussieht, den das vorliegende Gesetzespaket nicht ansatzweise darstellt. Die AfD lässt die Menschen nicht im Stich, weder die Alten und Kranken in den Intensivbetten, noch die Kurzarbeiter, noch die Arbeitslosen in den derzeit geschlossenen Betrieben. Das tragen wir alles mit, teilweise haben wir es schon mitgetragen. Aber die Regierungshybris der totalen Steuerung und Finanzierung der ganzen Gesellschaft durch einen allgewaltigen Staat ist schon in normalen Zeiten verfehlt, bei der Corona-Krise erst recht. Dauerhaft kann nur eine wieder anlaufende Privatwirtschaft die Summen erwirtschaften, die man für eine optimale Gesundheitsversorgung der Menschen benötigt. Von nichts kommt nichts, Strom kommt nicht aus der Steckdose und staatliche Hilfsgelder kommen real nicht aus einem KfW-Kreditschöpfungsprozess, sondern just von den Steuern eben jener Menschen, die ja eigentlich selbst mit diesem Geld gesund erhalten werden sollen. Man kann sich nicht dauerhaft aus einer Krise drucken. Das Land muss wieder selbst ans Wirtschaften kommen, nach unserer Rechnung nach spätestens 3 Monaten, wenigstens langsam. Das deckt sich übrigens auch mit den Schätzungen des Sachverständigenrats der Bundesregierung selbst, von dem irgendwie heute in dieser Debatte noch keine Rede war. Auf Dauer ist nur eine halbwegs vermögende und freie Gesellschaft auch eine gesunde Gesellschaft. Überschuldete, verarmte Länder waren überall in der Welt und der Geschichte auch gesundheitlich angeschlagene Länder mit geringer Lebensdauer der Menschen. Die Kollateralschäden des jetzigen Shutdown-Zustands werden schon in wenigen Wochen untragbar für die Wirtschaft und unerträglich für die Menschen werden. Stimmen Sie darum bitte unseren Anträgen auf enge Befristung und regelmäßige Überprüfung der vorgeschlagenen Maßnahmen zu. Vielen Dank. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Die Linken beschäftigen den Bundestag in nur 5 Wochen 4 Anträge mit immer derselben Forderung, endlich mehr Schulden machen. Und vorgestern haben sie im Haushaltsausschuss sogar noch eine Anhörung dazu gefordert. Für den heutigen Antrag haben sie bemerkenswerte Verbündete gefunden. Neben dem DGB, das ist ja klar, will auch der BDI künftig noch mehr Staatsgeld abgreifen. Hier kooperieren also in unheiliger Allianz linke Etatisten mit Lobbyisten der Großindustrie als Beutegemeinschaft. Zu Lasten der Kleinunternehmer und des Mittelstands, die eben kein Staatsgeld erhalten. Zudem fordern sie ausgerechnet in der Woche, in der der Bund rekordhohe Steuereinnahmen vermeldet, noch mehr Staatsausgaben auf Pump. Was für ein Timing. Der ganze Antrag ist reiner Vulgär-Keynesianismus, das heißt, die Schuldenrückzahlung in guten Zeiten, die Keynes ja noch gefordert hat, ist im Antrag nicht nur komplett vergessen, nein, just heute in der besten aller Welten fordern die Linken ernsthaft die Abschaffung der Schuldenbremse und des Stabilitätspakts. Man glaubt offenbar, Geld wachse auf den Bäumen. Und leider haben Sie damit ja sogar ein Stück weit recht. In den heutigen geldpolitisch irren Zeiten wächst Luftgeld ja tatsächlich auf den Kreditbäumen der EZB. Was machen eigentlich die Linken, wenn einmal wirklich die Rezession zuschlägt? Wie viele Schulden sollen denn dann aufgenommen werden, wenn sie jetzt schon hyperventilieren? Mit gratis Kreditgeld kann der moderne Geldsozialist auf Kosten der durch Negativzins enteigneten Sparer alles finanzieren. Natürlich auf Kosten späterer Generationen, die die heutige Kreditpartie per Hyperinflation ausbaden müssen. Das Staatsgeld, das ist durchaus bekannt in der Ökonomie, verdrängt dabei auch noch echte, privat finanzierte, sinnvolle Investitionen. Doch wie immer kümmert es die Linken nicht, wie hart echtes, produktives Kapital erwirtschaftet werden muss und wer dies zukünftig noch tun soll. Die Zahlen im zitierten IW-Gutachten sind übrigens relativ willkürlich gewählt. Man hätte praktisch jede Zahl zwischen 200 Milliarden und 3.000 Milliarden nennen und auch begründen können. Aber es steht halt jetzt eine drin. Zudem sind die genannten Investitionsbereiche in großen Teilen in Länderzuständigkeit, Bildungs-, Verkehrsinvestitionen und, Herr Ulrich, auch die kommunalen Schulden sind nach Gesetzeslage Länderzuständigkeit. Und zuletzt
betet man auch hier das unvermeidliche, aber irrige Dekarbonisierungsmantra. Das IW spricht von der Klimathematik als Sonderaufgabe unserer Generation, die pathetische Notstandsargumentation also. Und im Notstand kann man alles machen. Man kann Schuldenbremsen abschaffen und wenn es sein muss, schließlich auch Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Die Anträge der Linken passen auch logisch und ökonomisch nicht zusammen. Sie fordern einerseits eine umfassende Aufschuldung, während andererseits ein Fonds zur Entschuldung von Kommunen angeregt wird. Ein Fonds also, der über Neuschulden genau das Problem reparieren soll, das bei den Kommunen durch exzessive Schuldenaufnahme entstanden ist. Mit anderen Worten, Sie wollen nun per Umschuldung Probleme lösen, die es ohne Schuldenmacherei niemals gegeben hätte. Die Problemursache wird also zur Lösung erklärt. Das ist klassisch linkes, verantwortungsloses und lernresistentes Kreditjunkie-Verhalten. Nein, also hier im Haushalt muss nur eines gemacht werden. Die von linker Ideologie getragenen Ausgaben müssen gestrichen werden. Damit wird viel Spielraum geschaffen für mehr Investitionen. Und dies bitte auch nur für echte Investitionen. Schon im heutigen Haushalt sind zum Beispiel milliardenschwere Ausgaben für internationale CO2-Entwicklungshilfe als Investitionen felddeklariert. Globale Investitionen, keine für Deutschland. Der Antrag ist abzulehnen. Diese Regierung sollte keinesfalls noch mehr Kreditgeld für ihre linksideologischen Zwecke in die Hand bekommen. Herzlichen Dank.